Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, 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 hallo. Wir spielen wieder mal ein bisschen Star Wars. Man kann gerne mitspielen. Wir spielen auf der PlayStation. Let's go. Und meine Güte, jetzt passiert ja schon wieder einiges. Gelber Kaffee, vielen lieben Dank. Danke sehr dir. Danke, danke. Potato Salad, auch dir. Danke sehr. Obwohl, du hast nur die Nachricht geschrieben, oder? Bin verwundert. Ich bin verwirrt. Alles passiert hier. Passieren so viele Sachen. Danke sehr auf jeden Fall. Das sieht nicht nach. Der hat auch ewig gesucht. Ich habe mich gerade gewundert, was da los war. Irgendwas ist hier faul. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank. Danke sehr fürs Mitglied werden. Danke sehr. Danke, danke, Poseidon. Auch dir, vielen Dank. Yannick, danke sehr. Vielen, vielen Dank. Und Geilo, sogar Stufe 3. Vielen lieben Dank. Danke sehr. Hallo Krabbe. Hallo Kartoffelmensch. Danke sehr, Brick of Bricks. Danke sehr. Geht das doch? Vielleicht wird es ja doch was. Darf man mitspielen? Ja. Habe ich dich schon auf der Freundesliste? Ist gerade die Frage oder nicht? Boah, Potato. Boah. Wow. Danke sehr, vielen lieben Dank auch dir nochmal. Vielen, vielen Dank. Hallo Momo, hallo Bartosch. Hallo, hallo Dodo. Hallo Wisch, hallo Jasmin, hallo Sella, hallo Eckig, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo Frosty. Hallo Superfall Guy. Und hallo John und hallo Red Creator und hallo Silas. Und Fabian Guse? Der echte? Bambura, sag mal, hast du dich umbenannt auf YouTube? Du warst gestern auch da, ne? Aber da hast du deinen quasi richtigen Namen, oder? Glaube ich. Wie war dein Tag? Ziemlich gut, würde ich sagen. Hallo Re-Repix. Auch wenn ich nicht so... Ich habe zwar nicht alles irgendwie hinbekommen, wie ich will, aber ich glaube momentan kann ich irgendwie nicht viel glücklicher sein oder so. Weiß nicht. Bei Twitch bin ich auch. Ja, 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 das weiß ich. Aber ich meine, ich glaube, gestern habe ich dich halt mit dem richtigen Namen gesehen. Da habe ich kurz nachgedacht, ob ich dazu was sage oder nicht. Aber wenn du dich jetzt hier auch Bambura genannt hast, ist ja okay. Hast du jetzt mittlerweile Staffel 1 von House of the Dragons zu Ende geschaut? Ja. Ja, 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 ja. Achso, wenn man gerne mitspielen will, ist es am einfachsten, wenn man mich anfragt bei der PlayStation. Also am besten hier, ich heiße Tombi-YT auf bei der PlayStation. Fragt mich am besten einfach an, ne? Schickt mir eine Freundschaftsanfrage, wenn ihr das gemacht habt. Dann schreibt nochmal in den Chat und schreibt irgendwas von wegen, hey, ich habe dich gerade hinzugefügt. Und dann schreibt am besten noch, wie ihr heißt, ne? Damit ich das dann irgendwie weiß und so und ja. Das wäre am einfachsten. Mal, Kampfaffe hat mich angefragt. Der hat gestern die ganze Zeit mitgespielt, den nehme ich an. Hast du den Trailer zur Staffel 2 schon gesehen? Nee. Kam der schon, oder kam da was? Ich habe heute allgemein mal so ein paar Trailer nachgeschaut oder mal irgendwas angeschaut, was so an Trailern da ist. Hallo Purunga. Hallo Crewlowy. Einerseits den Trailer zu, was sag mal schnell, Acolyte. Und dann den zu Alien. Das hat mir Justus gesagt, dass da ein neuer Alien-Trailer da ist. Hab's jetzt geändert, damit man mich erkennt. Ja, ja, okay. Ich hatte es mir vorher, wie gesagt, auch schon gedacht. Hallo Soccer Simon, hallo. Kam heute. Aha. Lisa, die echte. Julian, der noch viel echtere. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Und hallo, Purunga. Du spielst doch sowieso auf der PlayStation. Magst du auch mitspielen? Du kannst mich auch gerne anfragen. Ich glaube, wir haben uns noch nicht als Freunde, oder doch? Hatte ich dich davor schon mal angenommen? Ich weiß, du hast vorher auch schon mal mitgespielt, aber das ist ja auch schon ein bisschen her jetzt. Nur hier läuft der Chat leider nicht so flüssig wie bei Twitch. Mal sehen, wie es heute läuft. Ehrlich? Guckst du am PC oder am Tablet oder? Neue Alien scheint wieder sehr auf das Feeling von dem allerersten zu setzen. Kann was werden? Ich fand den Trailer richtig gut. Acolyte fand ich wiederum... Ich weiß nicht, was das soll, dass man da... Ach, Mann, ich hab da schon wieder so Angst. Mann, Fabian, warum dieses Ende vom Acolyte-Trailer macht mir Angst. Nicht so gut. Das Ende macht mir richtig Angst. Da zeigen sie dann wieder seinen so einen vermeintlichen Sith, beziehungsweise Menschen, was auch immer, Gegner mit einem roten Lichtschwert. Und ich sehe schon, wie sie wieder die Lore kaputt machen und dann kämpfen die da irgendwie gegen Sith und so. Aber investigaten da irgendwie nicht und keine Ahnung, das wäre alles richtig kacke. Die müssen doch dann auch Episode 1 respekten. Wenn man in Episode 1 irgendwie das... Mann, ey, nee.
Alexenkönig. Ich fand das auch nicht so gut, außer aus wie ein Fanfilm. Ich fand es von der Optik okay. Ich fand es wieder ein bisschen schade, dass sehr viele Menschen drin vorkamen, aber ja. Schon am Anfang sah komisch aus, dieser weibliche Jüngling. Zufall, ich glaube nicht. Aber das fände ich jetzt erstmal nicht schlimm. Ich musste so lachen, als der Jüngling gesagt hat, I see fire. Habe ich jetzt nicht im Kopf, aber kann schon sein. Sind dann nur die Prequels. Achso, ja, dann. Und hallo Hexenkönig, wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, alles gut, alles gut. Artillerie, nehmt den Kampfläufer unter Beschuss. Au. Au. Hallo Akan, hallo. Hallo Gamersons, hallo, 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 hallo. Und hallo Belina, einen wunderschönen guten Tag. Aber mal abwarten, mal gucken, wie es dann wird mit Echolite. Boah, da kommt die Potato-Spende. Boah. Danke sehr, ne? Vielen lieben Dank, Potato. Nochmal. Also wirklich nochmal, danke sehr an alle. Vielen, vielen Dank. Ich fand, bis auf das Ende war der Trailer ganz gut. Hat auf jeden Fall High Republic-Vibes gegeben. Das fand ich auch, ja. Das Ende macht mir, wie gesagt, Sorgen. Und noch mehr zu der Classic Collection. Ja, und hallo Juve, hallo. Zu der Classic Collection werde ich schon noch einiges machen, denke ich. Ich hatte jetzt bloß die letzte Zeit nicht so viel Zeit und Lust. Ja, Kuri, die echte, die heute vom Lotsen geträumt hat. Der Kuri, ich habe mal eine Frage an dich. Gestern hast du gemeint, du würdest mich richtig anschnauzen, wenn du mich um 3 Uhr nachts sehen würdest. Erstens, hast du nachgeguckt? Und zweitens, schön wär's, okay. Und zweitens, hättest du mich wirklich angeschnauzt? Ich war nicht um 3 Uhr nachts, war. Du müsstest den Bot noch Mod machen, oder? Ich sehe ihn gerade nicht, aber ja, müsste ich. Du hast auf jeden Fall recht. Steffen! Hallo Gubbel Gubbel, hallo! Hallo Steffen! Hallo, 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 hallo! Wäre super, Jubel, wäre super. Wie kommst du denn darauf? Nee, hätte ich nicht. Also wirklich nicht. Habe ich mir schon gedacht, dass du das hinmachen würdest. Ja, eigentlich schon. Wie geht's dir? Wahrscheinlich perfekt, was? Also momentan geht's mir wirklich richtig gut. Wieder mal. Total verwunderlich, aber naja, ich will gerade gar keinen Helden spielen. Batu, vielen, vielen Dank. Danke sehr fürs Upgraden. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ich weiß nicht was. Ach so, den Bot. Dingsen. Wo ist denn der? Da. Da, 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 da. Was ist denn für ein Profilbild? Ich glaube das hier. Diese Mumie. Glaube ich. Müsste dann ja auch da sein, oder? Irgendwie ist in Partystimmung. Na, auf jeden Fall ziemlich. Oh, momentan, ja. Der hat mich überfahren. Das hatte ich auch noch nicht. Oder selten. Bearman, hallo. Hast du schon Shogun auf Disney Plus gesehen? Gibt ein bisschen Hoffnung, dass es bei Disney doch noch gute Serien gibt. Habe ich, ja. Finde ich auch cool. Ich habe es zur aktuellen Folge sogar geschaut. Fand ich super. Imhotep, wie kommt es jetzt darauf? Das ist ja aus die Mumie, oder nicht? So, mein Gott. Ja. Ne. Ach, Fabian, du denkst wieder viel zu viel um Ecken. Ich glaube nicht, dass das Imhotep darstellen soll. Hallo JK C-Rush, hallo. Das ist PS5, ja. Aber das macht keinen Unterschied, ob man auf der PlayStation 4 spielt oder auf der PS5. Also das Sozialmenü ist gleich, man kann mich da trotzdem anfragen. Die kürzeste Runde mit Luke, die ich je hatte, 15 Sekunden überlebt. Und was hatte ich geholt? Der AT-ST oder Vader? Oder beides? Muss gleich los, aber wollte trotzdem kurz Hallo sagen. Hallo, OW. Hallo, hallo. Der große OW. Ich will halt immer noch keine Helden spielen. Der ATS hier. Ja. Das ist natürlich dann wieder mal blöd, ne? Ich habe eine Freundschaftsanfrage geschickt, darf ich mitspielen? Das musstest du jetzt gar nicht spenden für. Ja, kannst du. Du müsstest nur mal sagen, wie du denn bei PlayStation heißt. Dann kann ich dich da annehmen. Also wenn ihr das macht, bitte dann auch sagen. Du heißt bestimmt RDS Yannick, denke ich mal. Yannick wird zumindest gleich geschrieben.
Ja, der ist Janik, ja. Okay. Froh, dass du den Account wieder hast. Hm, hallo Bettyflex, hallo. Aber du bist gerade nicht auf online gestellt, oder? Weil angenommen habe ich dich jetzt. Danach am besten auf online stellen, dann kann ich euch einladen immer. Das sollte eigentlich alles gehen. Danke sehr, Bettyflex, hallo. OW2 gibt's auch. Also der gerade im Chat ist, ist OWs Bruder. OWs älterer Bruder. Und coolerer Bruder und, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. Und vielen lieben Dank, danke sehr wegen der Spende natürlich auch. Also wirklich danke sehr, danke, danke, danke. Ich heiße Super Forgers, hab dich schon angefragt. Ich habe dir eine Freundschaftsanfrage geschickt, darf ich mitspielen? Also von Super Forgers hab ich keinen. Hast du die gerade eben geschickt oder ist das schon länger her? Wenn ich drin habe, ist Simon Al... Nee, Simon Affeld und Magus. Je nachdem, wenn das einer von euch ist. Bin ich schon der Coolere, Hallo Gunther, Hunter, hallo. Wie lange willst du heute noch streamen? Weiß ich noch nicht genau. Dann werde ich Magus, okay. Okay. Ilan war weg, huch, okay. Aber jetzt wieder da. Mein Gott, ist es hier wieder dunkel. Bin jetzt auch drinne. Warte mal, darf ich Magus annehmen? Darf ich gerade irgendwie nicht? Da bist schon mal du. Die PlayStation-Handy-App braucht teilweise so lange, ne, um irgendwas zu verarbeiten. Ich bin der Simon. Okay. Hallo, Captain Shark. Hallo, 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 hallo. Black Joker habe ich gerade nicht in der Freundesliste, nee. Kannst du nochmal eine schicken oder heißt er da wirklich so? Wie lange willst du noch YouTube machen? Weiß ich nicht, ne? Jetzt nicht vor aufzuhören. Hallo Saft-MB-Ofen. Hallo. Boah, überall nur ATS, ist kein Wunder, dann ist der Lobby direkt gestorben. Die sind ja überall. Und wieder so eine ATS, die Lobby, ey, Hilfe. In 2 Stunden noch. Weiß ich nicht. Bonger Tombi leider mit Judy. Nein. Einen Jago, Junge. Nein, nein, nein. Und Yakuri, habt ihr wieder Battlefield gespielt? Hast du da mal... Also das jetzt schon... Ich wollte das eigentlich auch spielen. Ich war sogar kurz davor, euch zu fragen. Hättest du da heute mitgespielt, hätte ich das gemacht? Ich frage nur mal so. Du hättest das safe nicht mitgemacht. Du hättest gesagt, nee, will ich nicht. Unterstützungsfeuer. Aber ich will da mal die neue Season testen. Der Bot funktioniert jetzt wieder. Hm. Besser ist es. Hallo Flixmeister, hallo. Da denke ich mitgespielt. Als ob. Alter, Jube, danke sehr auch dir. Vielen, vielen lieben Dank. Hallo Chris Schneider, hallo. Danke sehr. Ich meine aber mit dem Talk, Yakuri, ne? Mit mitgespielt. Hätte schon Bock gehabt. Wenn ich jetzt die nächsten Tage frage und du lehnst ab, ne, dann weiß ich nicht. Du hast meine Anfragen nicht angenommen. Wie heißt du denn? Ich habe keinen Porunga jetzt gerade in denen, die mich als letztes angefragt haben. So, da ist Magus. Ist noch einer online gerade? Nee, ne? Weiß nicht, ob das geht. Ist wieder in der Spur. Ich bin auf jeden Fall... Weiß ich, ich habe das alles noch immer nicht verarbeitet, Homer.js. Aber ich bin auf jeden Fall... zufrieden heute. Geht's um Mario Kart? Das wäre natürlich noch besser, ne, André? Können wir auch gleich nochmal fragen. Und hallo? So,
sehr großer Star Wars-Fan, hat mir vor kurzem einen 332. Division Klonhelm gekauft. Die sehen aber auch richtig geil aus, finde ich. Ich glaube, ich würde mir zwar... Also hast du mehrere? Wir brauchen Bewegungsfreiheit. Und wo hast du den her? Das ist wahrscheinlich irgendwo aus dem Internet und dann... Also die kosten ja auch ein bisschen was. Neue Anfrage ist jetzt raus. Also der letzte, der mich angefragt hat, heißt Elias Graf. Also entweder fragst du den Falschen an oder ist das wirklich dein Name? Ich bin der Elias. Ne, das ist aber Elias mit Y geschrieben. Ich hab nicht aufgepasst. Und danke sehr nochmal. Vielen lieben Dank wegen der Spende auch nochmal. Danke sehr. Danke, danke. Spielst du mit PSN-Freunden oder auf einer anderen Plattform? Nee, schon mit PSN-Freunden. Ich bin Elias Graf. Okay. Aber der sieht schon richtig cool aus, der. Oder die. Also ich habe mir ja mehrere solcher Klonhelme mal angeguckt. Aber ich glaube, ich würde einen von der 501. erstmal nehmen. Es gibt ja auch offizielle, ne? Es gibt ja mittlerweile von... Wie heißt denn das, man? Von Hasbro Black Series diesen Vanilla hier, diesen Glänzer-Klonhelm quasi. Den ganz normalen. PSN ist aber auch immer noch so ein bisschen down. Ach, meinst du, es liegt daran? Aber manche konnten ja Anfragen stellen. Den Helm habe ich aus dem Elbenwald-Shop. Ist leider mein erster Helm. Ah, dann wird das aber auch irgendein... Noch den Kommando-Halo-Helm. Gibt's einen offiziellen von der 332. Gibt jetzt von Black Series auch einen Captain Rex Helm. Stimmt, das habe ich irgendwann mal mitbekommen. Die Black Series Helme sind schon cool, aber ich glaube halt diese Custom Dinger aus dem Internet, gut, die sind noch mal teurer. Aber die sind schon noch mal ein bisschen krasser, oder? Du bist doch mit deinem sehr zufrieden, oder nicht, Mr. Lugi? Du hast doch den Jesse Helm. Jeden Tag steht Mr. Lugi vorm Spiegel mit seinem Jesse-Helm. Und post. Danke sehr, der Partner. Vielen, vielen Dank. Und hallo. Und danke sehr, Nico, auch nochmal. Wirklich vielen lieben Dank. Danke sehr. Danke, danke, danke. Das ist ein Zombie als Profilbild. Also ich meine, das müsste diese Mumie hier sein. Einfach mal selber machen. Ich glaube, das ist sauschwer, sowas selber zu machen. Ein Helm wäre schon richtig cool, sind aber sehr teuer. Hm. Das ist sein Lieblingsraumschiff. Ich glaube, ich bin da ziemlich langweilig. Also entweder kommt jetzt drauf an, meinst du damit so ein namentliches Raumschiff? Ich finde den normalen Standard-X-Wing halt schon ziemlich cool eigentlich sogar. Ansonsten sowas halt wie die Slave One oder der Falke. Hallo Sigrid. Jesse und Fox, beide super cool. Oh, das mit dem Fox wusste ich gar nicht. Da habe ich vergessen irgendwie. Axuri, danke sehr dir. Vielen, vielen lieben Dank. Danke. Danke, 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 danke. Wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank dir. Der Arctrooper Jesse Helm ist aber auch teuer. Würdest du dir den auch holen, Gobel, Gobel? Wäre das so dein Lieblingshelm? Hallo Kreuzspieler. Ich mag den Boba Fett-Helm, der ist natürlich auch krass. Wir haben unser Bestes gegeben. So, jetzt hat mir nicht Nick eine Anfrage geschickt. Wir haben ihnen einen erstklassigen Kampf geliefert. Winkelberg. Winkelberg. Jetzt war schon coolere Klone als Fox. Ich glaube, es geht dann eher um den Helm als jetzt um die Person an sich, oder? Hallo Anton, hallo. Eigentlich schon. Hm, finde die Klonhelme auch richtig cool. Hm. Mein Helm hat so circa 160 gekostet. Ich glaube, das ist so der Standardpreis bei diesen Black Series Helmen ungefähr, also wenn die neu sind. Ich glaube, die sind auch ganz schnell mal aus dem Sortiment raus. Also wenn man da Pech hat. Bist du online, Clemens? Oder habe ich dich gerade eingeladen schon? Bin verwundert. Bei der Battlefront Classic Collection ist doch noch die, sind doch noch die Mods drin von dem Modder. Wo sie meinen, das wäre nur Platzhalter, Frechheit. Ich habe das mitbekommen. Würde man draußen angeguckt werden, wenn man draußen einfach so einen Helm trägt? Ja gut, ne? Ich mag tatsächlich den Pre-Whistler-Helm am meisten.
Aber den gibt's, da gibt's keinen guten, den man kaufen könnte. Okay. Jetzt müsste es gehen. Okay, warte mal. Soldaten der ersten Ordnung. Heute nehmen wir Rache an dem heimtückischen Widerstand. Der Mandohelm, der ist natürlich nice. Kann ich machen, Ravenko? Bringen wir sie in ihren Löchern zur Strecke, wie das Ungeziefer, das sie sind. Los jetzt! Nieder mit dem Widerstand! In der Gruppe, aber mit dem Widerstand. Okay. Das heißt, K-Crafter sehe ich, ja. Der Server ist voll. Also ein Platz ist gerade wieder frei geworden. Hallo, Akaton, hallo. Ich habe einen Mitarbeiter gebeten, den Helm 7 Tage zurückzulegen. Ja, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Obwohl ich jetzt auch nicht glaube, dass sie so schnell ausverkauft sind, oder? Das ist eine Falle. Weiß nicht. Aber ich wollte zum Beispiel... Schön, dass du wieder bei uns bist. Also erstmal nochmal danke sehr, Axri. Vielen, vielen Dank, danke sehr. Ich hab die nicht bekommen, Burunga. Ich heiße ja eigentlich auch Tombi-YT. Und nicht Unterstrich. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, ich wollte mir mal diesen, es gibt so einen Stormtrooper-Helm von Hasbro auch, von dieser Black Series. Und der ist auch alt. Den gibt's halt schon länger nicht mehr richtig im Verkauf. Und den kriegt man halt auch nicht mehr zu normalen Preisen. Und gebraucht sind die sauteuer. Ich hab den gebraucht. Und der war dadurch auch ordentlich günstiger, aber der hat so eine kleine Macke. Das ärgert mich im Nachhinein. Hallo Solo. Also das wurde auch so ausgeschrieben, dass er eine kleine Macke hat, aber naja. Hallo Pertect, hallo. Hallo Noah, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Celtix, danke sehr dir. Vielen, vielen Dank auch dir nochmal. Danke sehr. Danke, 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 danke. Die werden hier alle abgefrühstückt. Vielen, vielen Dank wegen der Spende auch nochmal. Heiße die FC Union. Jetzt habe ich von Black Joker auf jeden Fall eine bekommen. Der hat es jetzt gekriegt. Hallo X-Ray. Hallo Fabibian. Hallo, hallo. Lati. Wow. Na, wie ist es dir ergangen? Alles gut? Hallo Jedi Master, hallo. Hallo Ben, hallo, hallo, hallo. Aber online bist du gerade nicht Black Joker, oder? Muss nochmal online kommen und dann Bescheid geben. Hoffentlich geht's dem Lucky und seinem Bruder auch ganz gut. Hallo Alex. Alex, was sagst du zum Alien-Trailer? Oder Mr. Lugi, hast du den gesehen? Du bist ja auch ziemlich bei Filmen drin. Star Wars macht sich aber ziemlich unbeliebt dafür, dass sie nicht Star Wars Battlefront 3 und Star Wars The Force Unleashed 3 rausbringen. Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Also Force Unleashed höre ich eigentlich relativ wenig Stimmen. Hallo, Metin. Hallo, Thane. Hallo. Da muss ich auch noch Mod geben. Konntest du denn heute besser schlafen? Heute konnte ich ziemlich gut schlafen, aber ich war auch müde. Weil ich hatte ja davor den Tag. Ich habe das ja irgendwann um 2 Uhr irgendwas, habe ich das halt mitbekommen, dass ich dann halt diesen Zugriff wieder habe. Und dann konnte ich nicht schlafen. Das ging einfach nicht. Da bin ich halt dann wach geblieben, bis irgendwie. Ich glaube, bis 9 Uhr morgens oder sowas. Und dann bin ich einkaufen gegangen. Und dann bin ich schlafen gegangen. Und da gab es wieder, ne? Es ist halt einfach so. Da gab es wieder die Angebote. Die waren dann wieder. Da waren so viele Sachen im Angebot. Das glaubt man gar nicht. Die haben dann die krassesten Sachen da. Gesunder Rhythmus. Ich habe dann auch nur so bis kurz vor 14 Uhr geschlafen. Nee, das ist falsch. Ich habe den Wecker auf 14 Uhr gestellt, aber hab nicht durchgeschlafen. Ich wollte eigentlich bis 14 Uhr schlafen, aber hab's nicht mal. Bist du wieder aufgestanden heute? Heute? Ich glaube um kurz vor 10.
Irgendwie sowas um den Dreh. LH! Ein Kampfläufer hat die halbe Strecke geschafft. Doch gar nicht ein Game zu zocken, das von vornherein unkanonisch ist, wenn es dann halt Battlefront 3 wäre, Battlefront 3, Forza nicht 3 wäre. Hat alles so seine Vor- und Nachteile irgendwo, oder? Den Trailer habe ich auch gesehen, aber der hat mich irgendwie wie The Acolyte kalt gelassen. Hab auch Alien 1 gesehen, komme stattdessen eher wieder in House of the Dragon Fieber, dank dem Trailer. Den habe ich noch nicht geschaut, hat mit Mr. Logie auch gesagt. Man sieht den Wert an Sachen manchmal nicht mehr, wenn man sie erst nicht mehr hat. Na, ich verstehe schon, was du meinst. Linnea, die echte. Wow. Hallo Blacklisted. Hallo, 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 hallo. Alle hassen Alien, schade. Ich mochte es. Und jetzt online im Spiel. Hm. Tom, wie geil. Bist endlich wieder da. Vielen lieben Dank. Danke sehr auch nochmal wegen der Spende. Wirklich vielen, vielen lieben Dank. Eisen, auch dir. Danke sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Danke sehr. Danke, danke, danke. Hallo Jens, hallo. Hallo Muxi King, hallo, 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 hallo. Hast du Dune 2 gesehen? Ja. Ich hab Dune 2 gesehen. Ich hab den mir angeschaut in der Woche, wo das alles passiert ist. Einfach, um mich irgendwie abzulenken, weil ich konnte nicht mehr schlafen. Ich hab versucht, so viel zu schlafen, wie es ging und irgendwie alles so zu verdrängen und... Ja. Und dann habe ich mir den angeschaut. Es war... Ja, also... Oh, jetzt sehe ich Porunga als Freund. Ich fand den Film gut. Der hat mir richtig gut gefallen. Besser als der erste Teil. Aber so richtig genießen konnte ich den auch nicht. Also irgendwie so eine... Weiß ich nicht. So ein Hin und Her. Und Lord Tombi, auch dir vielen lieben Dank. Danke sehr nochmal. Wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke sehr. Porunga, du auch. Du müsstest jetzt nochmal online kommen. Alles super bei uns. Bin die Woche in weniger coolen Latti besuchen. Wohnt ihr denn weit auseinander? Nebenbei beschäftigt, da ein schnelles Hallo an alle. Beschäftigt mit Essen. Endlich isst die Mia richtig. Wir hatten tatsächlich kurz nachdem du da aus dem Talk raus warst, noch festgestellt, dass der Kanalname, das Profil und das Banner wieder da waren. Haben es uns dann schon fast gedacht. Zum Glück ist das alles so gelaufen. Hab dich schwer gefunden, aber jetzt endlich. Woran hat's denn gelegen? Ist irgendwie interessant. Hallo Battlejumper, hallo. Dann kommt das nächste Lego One-on-One-Duell gegen OW. Samstag. Das habe ich auch noch. Das musste ich zwar nochmal neu machen, also... im Sinne von, ich muss das nochmal neu rendern, aber das hat alles geklappt. Kommst du aus Norddeutschland? Ich jetzt? Ja. Schön zu sehen, wie glücklich... so viele Personen sind, wenn man wieder da ist. Ich bin einfach nur so unfassbar glücklich momentan. Ich weiß nicht. Ich glaube, heute kann man mir schwer die Laune verderben. Heute habe ich zudem Ghostbusters Frozen Empire, den neuesten Film, im Kino gesehen und kann sagen, ja, muss die Gedanken hinsichtlich dessen noch sortieren. Hm? Wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass da was Neues gekommen ist. Ich habe das wieder gar nicht mitbekommen. Tatsächlich dabei, Essen zu machen. Na dann, Linnea, na dann, na dann, na dann. OW verliert ja eh wieder. Ach, Fabian. Was irgendwie ganz weit unten in der Suchleiste. Okay, das ist komisch. Sonntag wieder Lethal. Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. OW kann auf jeden Fall. Die nächsten beiden Sonntage kann OW nicht. Jetzt ist die große Frage, macht man da trotzdem Lethal? Ich weiß jetzt nicht genau, ob die anderen können. Dann wären wir halt zu vier. Das würde ja gehen. Hm... Oder man sagt dann, man macht da mal wieder ein anderes Horrorspiel. Für ein besseres Virusprogramm. Muxi King, danke sehr dir. Vielen lieben Dank, danke sehr. Ich glaube irgendwie zwar immer noch nicht so genau, dass es daran lag, aber wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ach, Schadens kann es ja nicht, ne? Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Danke sehr. Schaut's bei dir mit dem Alone in the Dark Remake aus. Habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Visage. Zusammen mit dir, Yakuri. Ghostbusters noch am Samstag? Ey, dann ganz viel Spaß auf jeden Fall. Es ist lange her, dass ich mal BF2 gespielt habe. Da wird ja mal wieder Zeit, ne? Oder so. Vielen, vielen Dank. Bekommen wir morgen vielleicht endlich mal zum ersten Mal Disney Plus und wollte fragen, welche Serie ich als erstes gucken sollte. Willst du dich denn jetzt auf Star Wars, oder beziehst du dich jetzt auf Star Wars oder auf was anderes?
Mit was kann man denn da gut anfangen? Hast du The Clone Wars mal gesehen oder nicht? Ansonsten wäre sowas wie Mandalorian natürlich ganz cool, denke ich, oder? Poppy's Playtime Chapter 3 nicht draußen. Ja, habe ich auch schon gekauft. Wahrscheinlich. Ja, Kuri, dann wann spielen wir Outlast Trials oder wie es heißt? Ich regel das. Lisa, überred mal André, dass er sich einen PC kauft. Der muss. Immer wenn der mit seinem PC irgendwas macht, dann ärgert er sich und sagt so, er braucht so lange und jetzt stürzt das wieder alles ab und Dann kann der auch Lethal mitspielen, ja genau. Man hört leider viel Negatives zu Ghostbusters, das ist es so. Na schade, vielleicht macht es ja trotzdem Spaß. Jetzt willst du es aber wissen. Boah, nee, weißt du was, wir spielen ja Kuri, wir spielen die Vauer. Ist es das? Wie heißt denn das? Ist die Vauer das Spiel, was ich meine? Es war auch so ein Koop-Spiel gegen... So ähnlich wie Phasmophobia. Aber übel schlimm, was so Jumpscares angeht. Das haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Für ein besseres Virenprogramm. Danke sehr, vielen, vielen Dank. Papa Palpatine hört! Sie haben ein R-Gespräch von... Darth Vader. Freut mich, dass du deinen Kanal wieder hast. Die Vauer war das mit den Ziegen. Ja, das meine ich. Weil dann spielen wir da dieses asiatische Anwesen. Und da ist ja der Gegner nicht... Dann ist es ja nicht mit Ziegen, sondern dann ist es mit Spinnen. Da spielst du ja gegen so eine Spinnenfrau. Und wenn die dich wegjumpscared, dann... Alter, da bist du... Nee. Viel Spaß, Kuri. Doreto, auch dir vielen lieben Dank. Danke sehr. Wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal an alle. Wirklich danke sehr. Danke, danke. Dann ist vorbei. Danke, 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 danke. Wäre lustig. Ich fände das auch lustig. So, ist noch gerade einer online, den ich einladen muss. Ich krieg das manchmal nicht mit. Wenn ihr irgendwie jetzt denkt, ich lade euch nicht ein oder sowas, gerne Bescheid sagen. Es gibt neue Ark-Serie bald auf Paramount. Ark? Also das Spiel Ark? Hab ich nicht mitbekommen, keine Ahnung. Wie macht man denn daraus eine Serie? Hallo Bumpy, also was ich mitbekommen habe, was auch echt cool aussah, war Fallout. Ich fand, das sah ganz cool aus. Ich bin jetzt nicht so krass im Fallout-Universum drin. Ich habe da den dritten habe ich gespielt, den vierten so ein bisschen. Aber ich fand, das sah auf jeden Fall interessant aus. Als ich aus dem Kino rausgegangen bin, war ich einigermaßen zufrieden, aber ich betrachte das Ding nochmal gerne gesondert, ohne als Fan zu sein. Ja, gut. Vielleicht sinnvoll, wer weiß. Schau dir die Bad Batch-Serie Staffel 3. Wenn ja, wie findest du die? Das ist auch irgendwie momentan so ein Auf und Ab, oder? Die gestrige Folge fand ich... Okay. Diese Doppelfolge fand ich da besser. Ich bin online, warte mal. Aber du bist bei mir ausgegraut. Ist da noch so eine Einladung von mir bei dir drin? Weil sonst kann ich dich gerade nicht einladen. Soll ja auch ein Sims-Film kommen. Schon seltsam, sowas. Irgendwie so Videospiele wollen die gerade verfilmen irgendwie, oder? Ich weiß auch nicht. Woran liegt denn das? Ich baue mir gerade den Mangler aus Halo. Mit was? Ist das jetzt aus Lego oder was? Der Mangler ist der Revolver, ne? Bad Batch ist einfach wie eine Achterbahn. Bethesda schafft es bestimmt, die Serie verbuggt zu releasen. Geil. Meine Truppen sind bereit. Hast du den Acolyte-Trailer geguckt? Wenn ja, wie findest du den? Okay, ich finde bloß das Ende... Ich weiß nicht, was ich vom Ende halten soll. Ach, ich weiß auch nicht. Also erstens, ich fand, da waren sehr viele Menschen drin. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich fände das so geil, wenn die bei Star Wars mal häufiger einfach nur Aliens rein... Oder viel Aliens reinballern. Die haben sowieso so viel Geld. Warum hauen die nicht richtig geile Kostüme raus? Und dann haben sie hier Aliens und da Aliens. Und zack, zack, zack. Überall sind geile Aliens. Und, ich finde das immer ein bisschen schade, wenn gerade der Maincast irgendwie immer hauptsächlich aus Menschen besteht. Das ist irgendwie... Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ich dich jetzt einladen? Nee. Und ansonsten finde ich das sehr merkwürdig, dass man da
ein rote Lichtschwertklinge sieht. Von daher kann man jetzt vermuten, das ist jetzt alles Vermutung, dass das in irgendeiner Form Sith ist oder halt irgendwie ein Dark Jedi, wie auch immer du das so nennen möchtest. Und da habe ich dann jetzt schon wieder super krasse Befürchtungen, dass sie da Episode 1 ignorieren. Weil dann sagen sie da irgendwie, seit Generationen hat man keinen Sith mehr gesehen, die sind ausgestorben, die gibt's nicht mehr. Außer bei diesem komischen Vorfall von vor 200 Jahren, wo einfach ein Sith aufgetaucht ist. Entweder müssen sie das dann irgendwie so machen, dass das kein Sith ist und irgendwie, warum auch immer, dann wieder, das weiß ich nicht. Der ist dann aber machtsensitiv und hat ein rotes Lichtschwert und Oder die müssen das so machen, dass das ein Sith ist, was okay wäre, aber nur, wenn der das irgendwie auf so Mastermind-mäßige Art und Weise hinkriegt, dass der dann quasi alle Spuren beseitigt, alles umlegt, was ihm irgendwie vor die Flinte kommt. Und halt, also dass das da irgendwie gar keine Investigation mehr stattfinden kann, dass das irgendwie durch einen, irgendwie anders aussieht oder so. Moin, was geht? Hier eine Spende auf Ehre. Danke sehr, vielen, vielen Dank. Dorito, auch nochmal dir, vielen lieben Dank. Danke sehr. Danke, 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 danke. Wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank an die ganzen Leute, die hier irgendwas spenden. Erst Qui-Gon und jetzt das. Anscheinend ist es das Lichtschwert von Plagueis, oder wie man ihn schreibt. Ja, ich habe das auch schon gesehen, weiß ich nicht. Glaub ich irgendwie nicht. Ich glaube, da wollen die Fans wieder irgendeine Connection machen. Weiß ich nicht. Ihr identifiziert sich nicht als Sith, dann passt das. Ja, aber das fände ich super lame, wenn man das dann wieder sagt, oder? Ich weiß nicht. Nee, Brickman, kannst du es nochmal schreiben? Jetzt Vietor, hast du das umgekehrte Problem. Gibt kaum noch, nur noch menschliche Charaktere, weil ja nur noch Alien irgendwas das Gebrabbel brauchen und keine Voice-Actor. Ja gut, das ist dann wieder eine Kostensache, ne? Müssten ja eigentlich dann alle Charaktere sterben, die dem begegnen. Ja, also einerseits das, ne? Die müssten alle sterben. Und gleichzeitig müsste man das dann ja auch noch so machen, dass wenn dann da irgendwie, ich weiß nicht, im Trailer sind das ja irgendwie 5, 6, 7 Jedi, die dem gegenüberstehen anscheinend, so wie es ausschaut, dass der die alle umbringt und dass dann da gleichzeitig, wenn dann da irgendwelche Nachprüfungen gemacht werden von wegen, hey, wo sind denn unsere 7 Jedi-Leute hin, dass die da irgendwie denken, ja, das war ein natürlicher Vorfall und da wird jetzt nicht weiter untersucht, wie die gestorben sind. Und das hört sich dann alles schon so komisch an. Wie willst du das denn irgendwie hinkriegen? Ich sehe schon, wie das dann ganz komisch wird und dann bin ich wieder wütend. Ach Mann, aber mal gucken. Oder die machen das wie in dem Maul-Film von diesem deutschen Filmemacher. Da hat Maul ja am Ende auch alle Jedi getötet. Ja, mal gucken, ne? Also ich will es jetzt auch nicht zu früh abstrafen. Aber ich habe das schon wieder. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass man da so offen einen Kampf zwischen den Sith und den Jedi sieht oder dass es so angedeutet wird. Ich hätte eigentlich erwartet, dass wenn da halt irgendwie so die dunkle Seite und sowas alles auftaucht, dass das alles sehr im Schatten passiert irgendwie, ne? Dass dann die Jedi vielleicht sogar halt irgendwie so Untersuchungen machen, aber das führt halt alles wieder ins Nichts, weil die Sith im Verborgenen das so leiten irgendwie, dass das ins Nichts führt oder dass sie auf die falsche Fährte gelockt werden oder so. Dass es dazu so ganz offenen Kämpfen kommt, hätte ich jetzt im ersten Sinn oder in erster Linie nicht direkt erwartet. Aber wie gesagt, mal gucken. Wäre wieder viel zu schwieriges Writing für Disney-Standards. Ja, mal gucken, ob sie das hinkriegen. Ich habe keine hohen Erwartungen, da kann ich wenig enttäuscht werden. Aber irgendwie die Erwartungen runterschrauben kann ich ja auch nicht einfach so. Hallo Arte, na, wie geht's dir? Warte, was hat der Brickman geschrieben? Hab mir die Nerf als Vorlage genommen, sprüh die um und so. Ah, ja, das ist cool. Ich habe tatsächlich den Needler davon, wenn du den kennst. Also die Nerf Gun. Auch von dieser Halo-Serie. Schön, dass du zurück bist. Danke sehr. Ah, sehr schön. Die Lobby wird doch nochmal voll. Wie ganz auffällig mit dem roten Lichtschwert rumwedeln, ist doch super geheim und verborgen. Ja. Wer weiß, ne? War den Trailer leider generell nicht so gut. Da gab es echt ein paar bessere. Ja, mal sehen, was daraus wird, ne? Ist normal, dass die Lobby sich nicht mehr füllt. Jetzt hat es ja doch noch geklappt, zum Glück. Ich glaube, das ist manchmal schwierig, wenn man sehr viele Leute in dieser Gruppe hier hat. Der ist leider ziemlich teuer. Ich habe mir den damals geholt, als der wirklich verfügbar war. Ich weiß gar nicht mehr, was der gekostet hat. Aber den wollte ich unbedingt haben, weil ich den Needler als Waffe so cool finde.
Und der sieht auch richtig cool aus, finde ich. Danke sehr, Bikes. Danke sehr, auf jeden Fall. Muss ich jetzt eine Runde spielen, dass man mich sieht? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich sehe dich ja, aber ich kann dich nicht einladen, weil ich habe dich schon eingeladen und das konntest du anscheinend nicht annehmen oder so. Hast du eigentlich den neuen Uncharted-Film auf Netflix gesehen? Wenn du jetzt einen neuen sagst, gibt es da wirklich einen neuen oder den einen? Also den mit Tom Holland. Den habe ich gesehen, den fand ich leider nicht so dolle. Das heißt, ich spiele die Leute schon noch BF2, oder? Also auf der PlayStation geht's eigentlich. Ich sag einfach Kierbase. Kierbase. Halo ist einfach ein super Franchise. Da ist ja anscheinend auch so, dass sie mit Infinite jetzt relativ fertig sind. Und sich dann auf das nächste Spiel konzentrieren. Mal gucken. Mit den Halo-Nerds habe ich dieses Sturmgewehr. Oh, cool, ey. Sie haben ein R-Gespräch von... Vor allem sieht man ja auch... Also dann, Punkt, ich gehe dann mal. Esse meine Bratwurst. Okay. Danke sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Danke sehr. Und guten Hunger natürlich. Und vielen, 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 vielen lieben Dank. Man würde ja spätestens bei der Autopsie sehen, dass der Jedi von einem Lichtschwert getötet wird. Ja, deswegen, Mr. Logik. Ne, irgendwie müsste man das ganz filigran anfassen, so ein Thema, dass das nicht sehr offensichtlich ist, dass die Sith zurückgekehrt sind und dass die Jedi da komplett auf die falsche Fährte gelockt werden oder was auch immer. Und wenn du dann da halt irgendwie einen Fall hast, wo dann irgendwie 7 Jedi auf einmal getötet werden, glaube ich irgendwie nicht, dass dann der Jedi-Großmeister da so sagt, ja, die sind halt jetzt einfach tot, war halt mal wieder so ein Unglück, ne, passiert halt mal. Ja. Also da brauchst du ja schon einen guten Grund, dass sie da nicht irgendwie Untersuchungen starten. Mir geht's ganz gut, hab nächste Woche Urlaub. Dia konnte sich ein bisschen erholen. Ja. Brennen, dann siehst du es nicht. Na gut, aber die werden sich ja trotzdem schon irgendwie denken, wie kann denn jetzt 7 Jedi auf einmal sterben? Ist ja schon sehr, sehr auffällig irgendwie, oder? Würdest du nie wieder Star Wars gucken oder nie wieder Battlefront spielen? Ja, aber dann wahrscheinlich nie wieder Star Wars, nie wieder Battlefront spielen, dann. So rum ist richtig. Dann muss man was anderes spielen. Dann spiele ich jeden Abend nur noch Mario Kart mit André. Denkst du, wir sehen einen Acolyte Yoda? Ja, könnte hinhauen, ne? Dann bringt die um, dann bricht er zufälligerweise einen Vulkan aus. Der ganze Planet ist auf einmal explodiert. Er hat den House of the Dragon Trailer gesehen. Ich leider nicht. Welchen Star Wars Film hast du als letztes geschaut? Captain Phasma ist zu uns gestoßen. Ich überlege gerade. Kein Signal von den Sprengsätzen. Die Westseite wurde gesichert. Ich glaube 6. Kannst du mich eine Woche später einweisen? Ob's eine Woche hältst du durch? Fandest du eigentlich Episode 8 von Bad Batch? Das ist die heutige, ne? Oder die gestrige. Ich fand die nur okay. Also die davor waren besser. Die 6. Folge war richtig gut, fand ich. Episode 8? Nee. Hoffentlich wieder als Puppe. Denn Yoda, meinst du? Ich hab vor ein paar Tagen Episode 9 geschaut. Ich hatte den echt besser in Erinnerung. Na, ich glaube, Episode 9 ist bei mir auch so ein Ding, der wird leider immer schwächer, je öfter man den schaut irgendwo. Hab ich aber auch schon lange nicht mehr geguckt. Nix mit Kylo? Nee. Hab die Benachrichtigung aus, deswegen wurde mir das nicht angezeigt. Und jetzt ist die abgelaufen, ich kann noch mal gucken. Nee, ich kann gerade dich nicht einladen. Ich weiß nicht, ob das was hilft, wenn du die Konsole neu startest. Ich glaube aber nicht. Hallo, Benzeliga. Hallo. Oder der Sith macht einen sehr starken Gedankentrick auf die Jedi und dadurch sind sie dann selbst überzeugt, dass es irgendwas anderes war.
Also ich würde das alles akzeptieren, wenn das vielleicht ein Jedi oder sowas wäre, ne? Aber wie viele sind denn das? Man sieht das im Trailer doch, da ist so eine Gruppe. Das finde ich dann irgendwie immer schon schwer, finde ich dann irgendwie schwer zu glauben. Die dreckige Schrottsammlerin Rey hat sich dem Feind angeschlossen. Wenn dann da halt irgendwie so 6, 7, also das muss doch für die der total kranke Vorfall sein irgendwie. Dass dann da irgendwie, wenn dann 7 Jedi auf einmal sterben. 7, schreibt Arte. Na, da wird doch wohl irgendjemand dann sagen, hey, wie kann denn das passieren, dass da 7, ich weiß ja nicht, ob das jetzt nur Ritter sind oder irgendwie sogar ein Meister dabei ist oder irgendwelche erfahrenen Leute oder so. Da werden die doch wohl sagen, irgendwie von wegen, das kann ja nicht normal passieren, dass da 7 Leute sterben. Da ist ja dann auch kein Krieg oder sowas in der Richtung. Kein offener. Sektor gesichert. Eliminiert jeden, der euch begegnet. Wir lassen uns auf dem Weg zum Schloss nicht bremsen. 7 Jedi sterben auf einmal, der Jedi-Rat. Ja, ganz normaler Dienstag. Hm. Luke stärkste Version oder Anakin stärkste Version? Ich glaube, laut George Lucas ist Luke der stärkste Jedi, oder nicht? Alles die Leute, ich sehe. Hallo Ninja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das beim Disney-Kanon ist. Wahrscheinlich ist es da im Endeffekt dann Rey. Aber naja. Das blenden wir mal aus, ne? Alles die Leute, ich sehe. Hallo. Ich glaube, da kommt eine dritte Fraktion ins Spiel. Die auch die in Büchern eine Rolle spielen. Ja, die Nihil meinst du jetzt, ne? Oder wie auch immer. Aber wird ja wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, dass die dann 7 Jedi auf einmal umgebracht haben, wenn du das dann irgendwie so ummodelst und so. Wie geht's dir mental? Ganz gut. Auch wenn man das alles irgendwie immer noch nicht so ganz verarbeitet hat. Hilfe, es sind einmal zu viele. Wollt Between Worlds, Anakin. Es wäre komisch, wenn der 7 Meister, wenn das 7 Meister wären und der Sith die alle weg one-shottet. Schau mal, der seinen Kanal wieder schon hatet, der wieder. Meinst du jetzt die Rey oder was? Na, weiß ich nicht, ob ich die hate. Aber ist jetzt halt auch nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man so die Allgemeinheit fragt oder viele von den Leuten, die jetzt sich als Hardcore-Star Wars-Fan oder so bezeichnen, glaube ich sogar, bin ich einer, der Rey sogar noch relativ wohlwollend gegenübersteht. Hallo Paul! Ich glaube, viele Leute mögen Rey deutlich weniger als ich. Die ist halt leider auch einfach nicht gut geschrieben, ich weiß nicht. Die überwindet so gut wie kaum Hürden, ne, in ihrem ganzen Dasein, was man so sieht zumindest. Nee, ich meine nicht die Nihil, sondern eher eine Sekte. Die eine Frau klang im Trailer danach. Na, okay. Siehst du mal, da bin ich nicht so drin. Gut, dass wir dich haben, Julian. Wie fandest du Star Wars The Bad Batch? Aber es ist jetzt ziemlich durchwachsen, würde ich behaupten. Also manche Folgen sind dann wieder richtig cool, andere wiederum so, Die aktuelle war eher dann wieder so, Hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich fand die jetzt auch nicht schlecht oder so, aber... Also jetzt beispielsweise die von davor die Woche war es ja so eine Doppelfolge und da war die erste echt sehr stark. Fand ich. Die zweite war auch gut. Aber Luke und Anakin haben es ja auch, müssen ja auch nichts überwinden. Meinst du, Fabian? Ich mag Rey gar nicht, die hat so einen unfairen Plot-Armor. Kann man sich alles nicht vorstellen. Hast du durch den Hack viele Abos verloren? Also ein bisschen weniger als 3000. Heute was gesehen, dass Tech zurückkommen soll. Meinst du, da ist was dran? Weiß ich nicht. Ich glaube es ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr, dass die den zurückholen. Hallo, OW. Ich fände es ehrlich gesagt schade. Also einerseits will ich das gar nicht. Und zweitens glaube ich auch, dass es nicht mehr passieren wird. Aber mal sehen, ne? Und OW, wie geht's dir? Alles gut? Kannst du den Flammenproblem mal spielen? Ja, wenn der noch frei wird. Mal gucken.
Mit Ray hätten die mehr Potenzial ausschöpfen müssen, so storytechnisch. Greifen das Schloss an! Ich glaube, wenn die Tech zurückbringen würden, würde das eher was versauen. Ja, ich fände es auch nicht gut. Kannst du mal auf Tatooine spielen, habe ich nicht wirklich großen Einfluss gerade drauf. Appatch hätte einfach mal komplett oder in zwei Teilen released werden sollen. So werden diese einfachen Folgen leider echt schlechter bewertet, ja. Also das tut dem Ganzen wirklich nicht gut. Dieses jede Woche auf eine Folge warten und dann ist das leider häufig mal so dieses Schema F irgendwie. Ja. Das wäre besser, wenn man die am Stück durchgucken kann, weil dann wartest du eine Woche lang, hast natürlich dadurch dann irgendwie eine hohe Erwartungshaltung. Und dann ist das nur so eine mittelmäßige Folge und dann denkst du dir so, ja, Wir haben das Schloss und die Kontrolle. Lang lebe die Ordnung. Ich verstehe nicht ganz, warum die Han und Leia töten haben lassen in den Sequels. Ich glaube, die wollten teilweise dann verhindern, dass diese alten Helden so im Vordergrund stehen. Ich hätte jetzt auch nicht gebraucht, dass wirklich alle von denen sterben. Der arme Chewbacca, der verliert irgendwie alles. Er kann einem richtig leid tun. Aber dass man dann da sagt, irgendwie einer oder zwei. Gut, bei Carrie Fisher ist ja auch vielleicht ein bisschen ärgerlich gelaufen. Das weiß man jetzt ja nicht so genau. Aber dass man dann halt versuchen will, natürlich diesen neuen Schauspielern das Rampenlicht zu bieten, ist ja in Ordnung. An sich, ne? Dass die jetzt leider nicht so gut geschrieben sind und dass das alles nicht so geklappt hat, das ist jetzt eine andere Sache. Aber eigentlich ist ja die Idee dahinter, dass man sagt, hey, die neuen Charaktere kriegen dann genug Rampenlicht und so, ist ja sehr gut. War Leias Tod denn geplant? Ich bin mir nicht sicher. Weiß man das, ob das im Vorhinein schon so geplant wurde oder? Ich glaube, die wurde ja schon vor Episode 9 dann halt, ne? Ist sie ja verstorben. Von daher, dass das dann so umgesetzt wurde, das kann man denen jetzt ja nicht übel nehmen. Lukes Tod war irgendwie richtig unnötig, ja. Dass sie auch keine Szene zusammen hatten, ja. Alles schade, ne? Na, dass Harrison Ford nicht sogar gefordert, dass Han Solo stirbt. Sind alle bereit? Freunde von uns, bin mir nicht sicher, ob das so stimmt, wenn man das so ausdrückt. Leute auf Takodana einkassieren. Wir verschaffen ihnen Zeit zur Flucht. Sturmtruppen werden zum Schloss verstoßen. Wir stellen uns ihnen an der Gedenkstätte. Gibt's einen Star Wars Trailer? Was ist dieses Echo Light? Das ist eine Serie, die kommen wird. Lukes Tod war sinnlos as fuck. Ich fand den auch nicht gut. Besonders ist das irgendwie auch alles. Ich verstehe den auch ehrlich gesagt nicht so ganz. Es wirkt halt irgendwie so, als wäre das dann so ein krasser Kraftakt, den der gemacht hat, dass er dann deswegen einfach stirbt. Irgendwie ist das, also ich weiß nicht. Den Tod kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Besonders finde ich das auch immer noch so komisch mit diesem Satz, den er noch zu Kylo sagt. Weißt du, er sagt dann noch irgendwie so, wir sehen uns noch Bursche oder wir sehen uns noch Junge oder was er sagt. Und dann stirbt er einfach. Irgendwie ist das so merkwürdig. Jetzt kann man wieder sagen, ja, die sehen sich halt dann irgendwie, weil dann irgendwie mit der Machtverbindung und als Machtgeist und bla bla blubbidi blab. Aber irgendwie fand ich das ganz komisch. Er ist an Traurigkeit gestorben. Ja, das glaub ich eigentlich nicht. Chewbacca kann einem da wirklich nur leid tun, ja. Die Sequels sind einfach scheiße, ja. Ein zusammenhängendes Werk gesehen schon, ja. Hallo Josef. Oder da ist leider vieles echt nicht so gut dran. Muss ja mittlerweile fast jubeln, wenn keine der alten Figuren zugunsten der neuen Figuren getötet werden. Jurassic World 3 werfe ich da auch mal in den Raum. Aber trotzdem ist der weit von gut entfernt. Was ich da ja immer noch richtig schade fand, war der neue Indiana Jones. Da sterben die zwar auch nicht, die Legacy-Charaktere. Obwohl ja gut, einer aus dem vierten stirbt quasi. Ich werde jetzt nicht genau darauf eingehen, was, aber die Leute werden wissen, was ich meine. Ja, aber ich finde das auch immer so dumm, dass man die dann so als die größten Verlierer darstellen muss. Und als irgendwie die haben dann ihre. Ach Mann, die kriegen irgendwie so gar kein Happy End. Ich finde das irgendwie so scheiße. Da hast du so einen Luke, der ist in Episode 6 so. Weißt du, der hat es irgendwie geschafft.
Ja, der hat mit seinen Überzeugungen alle retten können, seinen Vater quasi sogar retten können, hat den natürlich dann nicht lebendig da rausgeholt, aber hat ihn dann noch auf die richtige Seite gezogen und alles. Und dann in 7 und 8 und 9 ist er dann, also gerade sind 7 vielleicht noch nicht, aber in 8 und 9 ist er dann wieder auf einmal der Typ, der irgendwie Kylo umbringen wollte, weil er vermutet, dass der vielleicht auf die dunkle Seite kommt und dann macht er das. Dann hat er da versagt, okay, aber dann verzieht er sich auch auf eine Insel und sagt, ich schwöre jetzt allem ab und ist dann irgendwie so der Versager-Typ, der dann irgendwo sitzt und alles bereut und alles bedauert. Und mit niemandem mehr reden will. Das ist doch irgendwie willst du das doch nicht sehen von deinen Helden, die du mal gemocht hast. Genauso Indiana Jones, der dann irgendwie auch in Teil 5 auf einmal nur noch der Versager ist, der alles verloren hat und traurig und alkoholikermäßig in seiner Bude sitzt. Und traurig ist. Und das soll dann der sein, wo du dich dann immer als Kind gefreut hast und dir gedacht hast, ja, cool, guck mal, Indiana Jones, den mochte ich immer und ihm soll's gut gehen, das war ein Held und er hat so coole Abenteuer erlebt. Ich meine, die können ja gerne schwierige Zeiten haben, das sollen die einbauen, da soll ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber irgendwie, dass man die dann immer so komplett am Ende machen muss, irgendwie nach so einem Timeskip. Ach man. Neuer Film, neue Persönlichkeit. Hallo Rexam, hallo. Wie findest du Harrison Ford? Super. Kannst du immer wieder sagen, nach Episode 8 bin ich echt gebrochen aus dem Kino gegangen. Ein dicker Grund dafür war Luke. Ja. Verstehe ich. Das mit Kylo und Luke ist echt merkwürdig. Es hätte eher ein schlimmeres Ende in einem Trainingskampf oder in einer Diskussion sein können. Also die Idee, dass man sagt, Luke Skywalker schafft es irgendwie nicht, also der scheitert so an dieser Meisterrolle, ne? Der ist ja selber nie der Meister gewesen, also so im Sinne von, dass er irgendwie Leute unterrichtet und dann hat er da vielleicht Schwierigkeiten. Das ist vollkommen okay, das hatte man früher ja auch in der Thrawn-Trilogie beispielsweise, im Legends angeschnitten, so eine Thematik, dass er nicht genau weiß, wie geht er jetzt um als Meister, ist er überhaupt ein guter Meister, er weiß, ne? Er ist so der letzte Jedi und hat keine Ahnung, wie das so früher war. Vielleicht ist es dann ja auch noch so ein Ding, dass die aus den Prequels, die Schriften, die er da hat, die hat er zwar, aber die sind ja dann auch irgendwo gescheitert daran. Wie macht er jetzt seine eigene Jedi-Akademie und wie ist er so als Lehrmeister? Kriegt er das gebacken alles? Dass er da Zweifel hat und so, alles super in Ordnung. Und dass er daran auch vielleicht scheitern kann, ist ja auch super in Ordnung. Aber irgendwie, wie das dann dargestellt wird in Episode 8, ist super blöd, finde ich. Hallo Thundercracker Fireworks, planst du mal die Empire at War Remake Mod zu spielen oder Thrawn's Revenge? Thrawn's Revenge auf jeden Fall nicht, das liegt aber daran, dass das Spiel einfach... Also die Mods sind einfach so unfassbar schwer in Empire at War. Ich weiß nicht genau, wie die Remake... Da gibt's... Wie heißt denn das? Ist es diese Remake Mod? Ich weiß nicht. Da gibt's auf jeden Fall eine, die als relativ einsteigerfreundlich gilt, wenn dann eher das... Ich weiß, dass Thrawn's Revenge als sehr schwer gilt, von daher die werde ich safe nicht spielen. Zumindest nicht am Anfang. Jetzt will mal Snoke erklären, was er darstellen soll. Ich muss sagen, ich bin bei diesem Hintergrundwissen zu den Secrets echt nicht gut drin. Also in irgendeiner Form ist Snoke ja, das sieht man ja in Episode 9, ist so eine Art Gefäß, Klongefäß, was Palpatine nutzt irgendwie. Aber andererseits gibt Snoke auch schon vor... Episode 7 und Co. Also ich habe irgendeinen Comic, da ist... Aber wann spielt denn das? Also in irgendeiner Form spielt das schon vor diesem ganzen... Kylo ist... Also da ist irgendwie Kylo in der Ausbildung und da taucht Snoke auch schon auf. Aber ich frage mich nicht, was diese ganzen Sequel-Hintergründe angeht. Auch mit Palpatines Sohn und Klonsohn und dann gleichzeitig irgendwie auch... Diese ganze Familiengeschichte, ich bin da null drinne. Ich habe mir das alles nicht durchgelesen und nicht angeschaut, weil mir das wirklich, weiß ich nicht. Da bin ich ganz schlecht drin. Bei diesen ganzen Sequel-Hintergründen bin ich überhaupt nicht drin. Also wenn einer hier Ahnung hat, was Snoke jetzt genau war, ich weiß halt eigentlich eher nur das, was man in Episode 9 so sieht. Und halt, wie gesagt, in einem Comic taucht er bei Kylo auch schon vorher auf, den habe ich. Ich weiß, kann nur nicht genau gerade den Finger drauflegen, wann das spielt. Dann Brickman. Dass er irgendwie stirbt, obwohl er so mächtig ist, finde ich doof.
Tja. Gibt es Sequel-Hintergründe? Ja, schon. Also es gibt da ja schon einige Bücher, die da irgendwie weiterführen, noch was erklären und zeigen und so, aber... Oder Comics auch. Aber da hast du dann auch ganz viel Quatsch. Da hast du dann auch irgendwie diesen OG von Bestoon, der da mit... Also der in Episode 9 diesen Sith-Dolch hat und dann fährt er aber auch irgendwie durch die Gegend mit Darth Vader oder so. Also die haben dann da auch irgendwie Abenteuer erlebt und so. Also da ist ganz viel komischer Quatsch dabei. Oder irgendwie Sachen, die das dann irgendwie noch komischer machen. Ich bin da aber, wie gesagt, auch nicht drin. Ich hab da so ganz minimales Wissen drüber. Wurde damals aus dem Kino rausgeworfen bei Episode 8, weil ich mich von A bis Z beschwert hat, weil alles sinnlos war. Und dann wurde ich einmal rausgeworfen. Okay. Ist dann super voll geil. Der Schluss aufs Objektive kam nicht mehr raus. Schade. Nee, irgendwie nicht. Snoke ist eher was Eigenes und kein direkter Palpatine-Klon. Er war auch schon vor Episode 4 unterwegs. Vor Episode 4? Ja, es ist also irgendwie alles ganz komisch. Hallo, Zoggex, hallo, hallo, hallo. Aber dann irgendwie ja trotzdem eine Art Klon später dann oder irgendwie ein Klongefäß von dem? Keine Ahnung. Snoke ist wohl ein Strandcast-Klon. Aber was der Begriff genau bedeuten soll, keine Ahnung. Der Klonsohn Dathan war vor ihm. Aber ist halt auch gescheitert. Und dann musste Palpatine umschwenken, okay. Ja, ey, keine Ahnung. Da bin ich auch einfach raus, muss ich sagen. Ich habe mich da auch nie großartig für interessiert. Ich wollte immer ganz gerne mal diese Aftermath-Trilogie lesen. Aha, lesen von wegen. Hallo Hurricane. Also diese Nachspieltrilogie, die erklärt dann relativ viel über diese ganzen, politische Konstellation. Das wäre eigentlich ganz interessant. Also gerade, was ist die neue Republik und wofür setzt sie sich ein und wie kann die erste Ordnung da eigentlich an die Macht kommen und so. Diese ganzen Fragen, die Episode 7 leider Gottes nicht so richtig befriedigstellend irgendwie beantwortet hat. Das fände ich auch immer noch sehr interessant, das zu erfahren. Die sollen ja auch recht gut sein, aber ja, gut, hab sie nie gelesen. Ne? Hab ich nie gemacht. Vorlesestream. Och, ich bin so unfassbar gut im Lesen. Omi wollte lesen? Krass. Ich wollte mir das als Hörbuch anhören. Ja, das gibt's nicht als Hörbuch. Lutin, ihr macht das politische Leben gerade auch echt super. Ach man, tja. Nicht so richtig, sehr gelinde ausgedrückt. Ja, du hast die groben Rahmenbedingungen, Fabian. Die kriegst du gesagt. Aber wäre halt gerade cool, ne? Weil, also eigentlich ist es ein bisschen schade. Also ich weiß, jetzt sagen wieder viele Leute, politische Sachen und bla 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 bla, willst du alles nicht hören. Aber wenigstens so ein bisschen diese Regierungsform wäre ja ganz interessant zu erfahren. Also jetzt nicht die Regierungsform, das ist falsch ausgedrückt. Aber du hast eigentlich nach Episode 3 dieses Hinfiebern von wegen, das Imperium muss fallen und die Rebellion, diese ganze Rebellion-Geschichte, die kämpfen dafür, dass sie quasi eine neue Regierung machen, eine neue Republik erschaffen können. Und von dieser neuen Republik erfährst du quasi gar nichts. Das Einzige, was du da erfährst, ist irgendwie, ja, Leia hat mal so gesagt, hey Leute, da gibt es eine erste Ordnung, die ist böse und die neue Republik hat nicht auf die gehört. Das ist so, was die dir an die Hand geben und ja. Was mich auch nervt, ist, dass Hux so richtig geil in Episode 7 war. In Episode 8 leider ein absolut lächerlicher Charakter. Ja, das finde ich auch schade. Ich fand Hux in Episode 7 auch richtig, richtig cool. Hallo, ab 1, hallo. Ich kann dir aber auch das Blutlinie empfehlen. Ja, Julian, du musst mir das mal vorlesen. Hux ist sowieso so eine ganz komische Figur. Hux ist quasi, also wirklich... Man müsste eigentlich mal so einen Menschen, der sich überhaupt nicht mit Star Wars auskennt, diese Hux-Szenen irgendwie so rausschneiden, irgendwie so, dass man das so vom Inhalt versteht und dann fragen, ob das die gleiche Figur ist, weil ich würde sagen, der switcht pro Film einfach seine Personality komplett. In 7 ist er so ein komplett fanatischer Typ, der so alles für die erste Ordnung machen würde. In 8 ist er auf einmal nur noch eine Lachnummer. Und in 9 ist er dann auf einmal der Typ, der Kylo Ren so sehr hasst, dass er dann irgendwie alles für den verrät und gleichzeitig auch noch irgendwie eine Lachnummer und
der Spion auf einmal. Das passt alles so überhaupt nicht zusammen bei dem. Das ist eigentlich super schade. Verstärkung der ersten Ordnung trifft ein. Kannst mich nochmal einladen, jawohl. Fort. Ich hab die Disney-Sequels in meinem Gedächtnis gelöscht. Bis heute ist die Thrawn-Trilogie meine Sequels. Vor allem die Hörspiele mit den Original-Synchronsprechern. Die sind auch einfach fantastisch. Muss man sagen. Hallo Roman, hallo. Bei welcher Szene bist du fast durchgedreht vor Wut bei den Sequels? Ich mochte den ganzen Anfang von Episode 8 schon nicht. Also ich mochte das schon nicht, dass Luke das Lichtschwert so wegwirft. Ich mochte diese Poe Dameron macht den Sternzerstörer alleine platt und beleidigt währenddessen Hux und der versteht das nicht und so und ach. Da waren so viele so unfassbar unpassende Witze dabei. Ich mochte das überhaupt nicht. Dann halt natürlich das Ganze mit Luke später. Also irgendwo mit Luke und Kylo von wegen, wieso das alles so passiert ist. Also das ist ein Luke Skywalker, den man halt irgendwie vom Kind auf... Weißt du, dem wird immer gesagt, in der Originaltrilogie wird... Jeder sagt ihm das, ne? Seine engsten Freunde sagen ihm das. Obi-Wan, sein Mentor sagt ihm das. Yoda sagt ihm das. Alle sagen ihm so, hey, du kannst deinen Dad nicht umdrehen. Du wirst dann nur sterben und du wirst nur zur Marionette vom Imperator und... Das Böse hat schon gewonnen und alles und er lief da halt irgendwie dran, dass der quasi böseste Mensch oder einer der bösesten Menschen in der Galaxis dann irgendwie, dass er den wieder umdrehen kann zur guten Seite. Aber dann bei Kylo Ren sagt er sich, ja nee, der, ich hab da so eine Vision gehabt, der ist vielleicht ein bisschen böse, töte ich den mal. Das ist doch so gegenläufig, so gegensätzlich irgendwie. Ein Glückstag, einer unserer Besten ist im Einsatzgebiet. Das war einfach nicht mehr Luke für mich. Alle feuern auf den Kampfläufer. Tja, ich finde der Solo-Film ist auch underrated, auf jeden Fall besser als die Sequels. Auch den Solo-Film mag ich eigentlich ganz gern. Ach, Babura. Glaubst du, dass Elon Musk... Macht ernst und kauft Disney und Lucasfilm? Ist es denn überhaupt so ein Ding oder ist es nur so ein komisches Gag-Ding? Ich glaube, Elon Musk erzählt viel, wenn er Tag lang ist, oder? Jetzt wird der Kampf unmittelbar und schmutzig. Wahrscheinlich hat er da viel blaue Milch getrunken. Warum sind die Bösen meist arrogant? Jetzt so allgemein in Filmen? Ist vielleicht so eine Charaktereigenschaft, die man denen gerne zuschreibt, weil häufig dann die Bösen in irgendeiner Form mächtig sind und dann hast du so eine Person, die sehr machtvoll ist und dann dadurch arrogant wird, ne, weil sie sich dann halt sehr sicher fühlt oder so. Das wäre jetzt meine Vermutung. Vielleicht gibt es da ja auch so Filmmaking-One-on-One-mäßige Charaktereigenschaften, die man Bösewichten zuschreibt. Ich weiß nicht. Ist halt mal wieder der typische Elon Musk-Bullshit, ja. Er ist der stärkste Charakter in ganz Star Wars, deiner Meinung nach. Ach, sowas will ich gar nicht beantworten. Ich hab's vorhin schon gesagt, ich denke mal George Lucas. Also ich meine, dass George Lucas gesagt hat, dass es Luke wäre. Man kann mich gerne korrigieren. Eure Arroganz blendet euch. R2-D2, Wollte Musk nicht Twitter kaufen? Dann doch nicht. Man wollte oder hat ihn verklagt. Ich glaube, der hat Twitter doch gekauft, oder nicht? Ist es nicht sogar deswegen alles mit diesem X und so, dass es umbenannt wurde und allem drum und dran? Also das hat er wirklich gemacht, meine ich. Ich bin ja jetzt auch nicht so drin in der Elon Musk-Geschichte, keine Ahnung. Der George Lucas ist selbst der Stärkste, ja. Das heißt auch X wegen ihm, ja okay, dann. Arroganz ist auch einfach eine Eigenschaft, die vom Zuschauer schnell halt abgelehnt und als irgendwo feindlich angesehen wird. Ja, von daher, ich denke mal, das macht man häufig mal so, um so Charaktere in irgendeine Richtung zu framen, oder? Dass man sich als Zuschauer direkt denkt, so, aha, das da ist ein Bösewicht oder dem soll ich eher als unsympathisch empfinden.
Man kann in der Elon Musk-Geschichte drin sein, ja. Stimmt. Nee, Kerbase. Wie findest du Jar Jar? Okay. In Episode 1 finde ich ihn nicht so dolle. In Clone Wars hat er seine Momente, wo ich ihn echt nicht so dolle finde. Aber in 2 und 3 ist er voll in Ordnung. Aber dass der als die meistverhasste Figur zählt, finde ich interessant in irgendeiner Form. Raja ist super. Kommt halt auch drauf an, wie alt man da ist, ne, wenn man das guckt. Ich denke mal, als Kind findest du Jar Jar in Episode 1 auch nicht nervig. Da findest du den eher witzig oder so, aber ja. Manchmal ist auch so ein bisschen die Sache, wie die Frequenz von solchen Gags ist oder sowas, ne? Und dann haben sie vielleicht auch einfach mal ein bisschen übertrieben in Episode 1. Das ist halt wirklich fast nur irgendwelche Comic-Relief-Gag-Momente, wo dann irgendwie Jar Jar Binks irgendwie Quatsch baut oder irgendwie irgendwas Dummes macht oder stolpert oder was auch immer. Ich glaube, das fällt einem auch nur negativ auf, weil es sich so unfassbar häuft. Seid ihr alle an! Darth Vader ist im Battlefront 2 overpowered, das Leben von ihm. Weil er so viel hat, meinst du? Er ist schon ziemlich tanky, das stimmt. Danke sehr, Fabian. Danke, danke. Ich finde Arroganz als Charaktereigenschaft für Böse auch eigentlich immer problematisch, weil das immer der Grund ist, wieso die Bösen dann am Ende verlieren. Ja, zumindest häufig, ne? Dass sie dann irgendwie sich überschätzen oder sowas und dann verlieren sie irgendwie. Das stimmt schon. Ja, schon cool, Dark Demon, ne? Bei den Sequels ist Jar Jar nur noch eine unangenehme Randnotiz. Also gibt auf jeden Fall Charaktere, die ich deutlich blöder finde als Jar Jar Binks. Aber wenn man da sagen muss, da haben wir, glaube ich, also zumindest finde ich das, in der deutschen Synchro ist Jar Jar Binks am angenehmsten. Zumindest finde ich den im Englischen deutlich schlimmer als im Deutschen. Habe ich es richtig rumgesagt? Im Englischen ist es nerviger. Wieso gewinnen immer die Guten in Star Wars? Kommt so ein bisschen drauf an, was du als die Guten empfindest, oder? Also jetzt meinst du ganz im Endeffekt dann? Ich glaube, das ist halt so ein Ding, oder? Dass es auf dem Happy End endet. Aber da hast du jetzt auch Filme wie jetzt Episode 3, würde ich jetzt nicht sagen, dass die Guten gewinnen. In Episode 2 soll man vielleicht denken, die Guten haben gewonnen, aber das Ende zeigt einem dann ja schon irgendwie, im Englischen, ja, das Ende zeigt einem dann ja auch irgendwo von wegen, die haben nicht wirklich gewonnen, die werden da so in das Licht geführt und eigentlich geht Palpatines Plan gerade voll auf. In Episode 5 verlieren die Guten ziemlich deutlich. Am besten war doch einfach die Jar Jar Synchro aus dem Episode 1 Game. Das tut mir auch leid, Porunga. Ich kann es gerne nochmal gucken, aber ich glaube, es klappt gerade heute nicht. Antagonisten werden häufig arrogant dargestellt, weil es uns Zuschauern dann einfacher ist, eher zum Protagonisten zu neigen und mit diesem zu sympathisieren. Da gibt es bestimmt so einige Eigenschaften, die man relativ leicht irgendwie so Schurken oder Bösewichten so zuschreiben kann. Damit das relativ simpel ist, dass man die nicht mag. Hat ja dann auch viel so mit Psychologie zu tun. Gute Nacht, Bambura, und danke sehr fürs Zuschauen und dir einen schönen Abend und eine gute Nacht natürlich. Ist das Spiel auch für die PS5? Ja, an sich schon, aber das ist jetzt nicht großartig anders als für die PlayStation 4, ne? Das ist keine eigene Version oder so. Also es ist das gleiche Spiel quasi. Hallo Harald!
Ich finde schade, dass man am PC keine Lobbys mehr findet, außer Koop. Ist das so? Deswegen mag ich Schurken immer mehr, weil die mir ähnlich sind wegen der Arroganz. Ist das so? Okay, ja dann. Danke sehr, John. Danke, danke, danke. Disney Lucasfilm sollte einfach wieder gescheite Storywriter einstellen, zum Beispiel der von Rogue One, Dave Filoni oder John Favreau. Als Nachfolger von Kennedy wäre Sam Witwer ideal. Das ist, zu den Personen, die du jetzt genannt hast, kann ich nicht viel sagen. Das mit den gescheiten Storywritern, ja. Das stimmt wohl. Kennst du die Ghost aus Rebels? Die kommt in Episode 9 vor, ja, ich weiß. Die Bösen oft faszinierender, vor allem in Star Wars. Wer kommt so ein bisschen drauf an, wer, oder? Also beispielsweise ein Darth Vader ist ja in irgendeiner Form eine sehr, 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 sehr komplexe Figur, oder ein Anakin Skywalker. Da während du jetzt quasi bei den Bösewichten auch sowas wie so einen Palpatine hast, der ein sehr simpler Bösewicht ist von seiner Grundmotivation her. Also im Grunde ist er ja so der typische 0815-Bösewicht, der einfach böse ist, weil er böse ist oder halt, weil er Macht anstrebt oder so. Er hat ja jetzt keine komplexe Background-Story, die jetzt auf dem Level ist wie bei einem Darth Vader, ne? Was jetzt auch nicht schlimm ist. Palpatine, Vader, Maul, Dooku, Thrawn sind alle super Schurken. Ja, Dooku hat zum Beispiel auch eine sehr komplexe Backstory. Maul dann ab irgendeinem Moment auch. Thrawn auch, ja. Vader und Maul sind super komplex und super interessante Charaktere, auf jeden Fall. Also da hast du auf jeden Fall viele, die ganz cool sind. Und was auch, ne, also ist ja immer so ein Ding, ob man dann auch die Motivation von denen nachvollziehen kann und sowas, ne? Also kannst du dich gut in so eine Person reinversetzen, warum handelt jetzt gerade Anakin Skywalker so, wie Anakin Skywalker gerade handelt, ne? Und das kriegen die eigentlich ganz gut hin, würde ich sagen. Stell dir mal vor, die Sequels wären qualitativ auf dem Rogue One-Niveau, Sag mal, das spielen wir auch nur Crate, ne? Gibt's doch gar nicht. Was ist dein Lieblingskopfgeldjäger? Boba. Und hallo Luff, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Na, wie geht's? Wie steht's? Haben Sie schon Ihr Awakening? Sind Sie schon Monsieur Joy Boy? Super komplex würde ich Maul jetzt auch nicht zuschreiben. Er kommt so ein bisschen drauf an, ab welchem Moment, hätte ich gesagt. Also in Episode 1 auf jeden Fall ist er da auch so eher der Bösewicht, der böse ist, weil er böse ist, ne? Aber so im Verlauf der Medien von Star Wars kriegt er auf jeden Fall eine komplexere Background-Story. Ich weiß jetzt nicht, ob es vorher ein Darth Maul-Buch gibt oder so. Aber ja. Deswegen spielt man Vorherrschaft. Ach so. Hallo, Music Hacker. Deine Top 5, ein Kopfgeldjäger. Boah, du fragst Sachen. Verstärkung angefordert. Also IG-88 wäre ziemlich weit oben. Den finde ich ziemlich cool. IG-88. Granate! Findest du den Todesstern? Als was jetzt? Einfach so als Superwaffe? Cool. Ist halt bloß so eine Sache, dass sie dann... Weiß ich nicht. Die hätten sich danach vielleicht mal ein bisschen auf was anderes überlegen können. Also an sich finde ich so ein Todesstern... Also einerseits ist er natürlich mittlerweile super ikonisch, so, ne? Todesstern verbindet man total mit Star Wars, kennt man so aus Star Wars, ist halt irgendwie ein Begriff, das sagt jedem was. Aber gut, dann in 6 haben sie natürlich nochmal einen Todesstern, kann man schon sagen, so, In 7 haben sie dann die Starkiller Base, die in eine relativ ähnliche Richtung geht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er komplett gleich ist, ne, aber... Ja. Hallo Finn. Da hat sie so eine Idee aus der alten Thrawn-Trilogie.
mit dieser Katana-Flotte, das fand ich dann irgendwo auch gar nicht mal so uninteressant, dass du so eine automatisierte Schiffsflotte hast irgendwo und die ist verloren gegangen und dann kann man die da irgendwie wieder erlangen und so und das ist dann der Turning Point oder wenn du das hast, dann kannst du diesen Krieg für dich entscheiden und so. Das ist dann irgendwo auch eine ganz coole Idee für so ein Machtinstrument. Da gibt es ein sehr altes Maulbuch, der Schattenjäger, fand ich sehr gut, kann mich aber leider nicht wirklich an die Story erinnern. Und wann liest du uns das vor, Lisa? Und danke sehr, CT, vielen, vielen Dank, danke sehr, danke, danke. Und dann kommt Episode 9 noch mit dem Planetenkiller Stern zerstören, ja, das ist dann auch wieder... Das ist halt irgendwo sehr faul, ne, immer dann wieder nur diese Planetenkiller-Waffen oder sowas und dann immer im noch größeren Stil... Wäre halt cool, wenn man sich da ein bisschen was anderes noch überlegt hätte, vielleicht. Aber naja. Das Buch habe ich leider in Deutschland. Ach, schade. Ewige Flotte aus das Veto, einfach beste Flotte. Diese Planetenkiller waren das letzte. Hallo, Evil, hallo. Naja, in Episode 6 war das ja auch ein verbesserter Todesstern, deswegen mussten sie diesen ja zerstören, bevor er fertig war. Ja, schon, klar. Bloß, dass man dann immer so als große Bedrohung, also ne, wie gesagt, in 6 finde ich das auch nicht schlimm, in 7 finde ich es an sich auch nicht schlimm. Was ich in 7 mir ganz gerne gewünscht hätte, wäre tatsächlich, weil das wird ja sogar gesagt, dass man die Starkiller Base gar nicht mal unbedingt kaputt macht, sondern wenn man diesen, ich weiß nicht, was genau gesagt wird, Generator zerstört, was auch immer, dann kann die Waffe nicht schießen und eventuell kollabiert sogar der Planet oder so. Irgendwie so ungefähr drücken die das aus. Ich hätte das eigentlich ganz cool gefunden, wenn man gesagt hätte, man macht die nur unschädlich für den Moment. Das hätte ich ein viel cooleres Ding gefunden, wenn man gesagt hätte, die Starkiller Base existiert zwar noch, aber die wurde halt gerade unschädlich gemacht, diese Waffe wurde kaputt gemacht, aber die Basis an sich ist halt noch da. Aber, naja, hat man leider dann so nicht gemacht und ja. Was hältst du von Bosk? Bosk finde ich auch cool. Mit wem genau hast du denn gesprochen, Mittelkap? Eines Tages wird jemand im Star Wars-Universum sein magisches Auge auf dem Mond projizieren und alle in den unendlichen Traum fangen. Das unendliche Tsukiyomi, oder wie es heißt. Nicht hier ein Held spielen, ich weiß es nicht. Warum bauen die auch immer irgendwas ein, womit man das direkt zerstören kann? Ja, ne? Das ist eine gute Frage. Fandest du den Acolyte-Trailer? Na gut. Aber auch irgendwo, ich bin da auch irgendwo skeptisch. Also ich weiß nicht. Ich fand ihn auf jeden Fall... gut ist eigentlich sogar schon zu gut ausgedrückt, ne? Also ich weiß, mich macht das am Ende sehr skeptisch mit dem, mit diesem vermeintlichen Sith, was auch immer. Der dann auch gleichzeitig gegen ganz viele Jedi kämpft. Das macht mich super, super stutzig. Das endlose Tsukiyomi. Der zweite Todesstern war ja auch nicht der Höhepunkt der Kreativität. Die Entscheidung wurde allerdings durch viele verschiedene Faktoren getroffen. Ja, also wie gesagt, man muss ja auch nicht jedes Mal super kreativ sein. Das ist ja auch nicht... Ist jetzt ja auch nicht irgendwie der Anspruch. Wie gesagt, ich finde die Starkiller Base jetzt auch nicht so schlimm. Und ich finde die Starkiller Base, abgesehen davon, dass dieser Anflug und dieses Briefing und alles Mögliche da sehr ähnlich ist, finde ich die Starkiller Base sogar noch in der Form relativ cool, dass man sagt, hey, die braucht auch irgendwie so eine Art Sonne als Energiequelle, die dann irgendwo in der Gegend ist. Und dann zieht die das alles so raus und dann schießt die diesen Superstrahl, ne? Das finde ich ja an sich auch eine ganz coole Herangehensweise, dass man das so macht. Weil so eine komplette 1:1 Kopie ist es dann ja auch nicht. Das sagen zwar immer viele, kann man vielleicht auch so sagen, wenn man das jetzt unbedingt möchte, aber... Gibt ja schon ein paar Unterschiede. Was dann wiederum recht schade ist, ist halt auch diese Art und Weise, wie man die Starkiller Base dann kaputt macht. Weil das ist dann wieder sehr ähnlich zu dem, was man aus Episode 4 kennt. Vielleicht hätte man das vielleicht anders gestaltet, dass man das gar nicht mal mit so einem X-Wing-Anflug kaputt macht. Und dann ist dieses Briefing wieder ganz gleich. Und da referenzieren sie sich ja sogar selber und sagen dann irgendwie, ja, es war einfach nur ein größerer Todesstern. Aha, okay. Ich glaube, dann wäre das vielleicht auch weniger schlecht angekommen.
Hätte man da vielleicht eine große Bodenoffensive oder sowas gezeigt, dass dann der Widerstand erstmal irgendwie so eine Art... Dieser Han Solo-Truck muss den Schildgenerator kaputt machen und dann gibt es eine große Bodenoffensive, weil man muss das irgendwie vom Boden aus ausschalten oder so. Wer weiß, vielleicht wäre es dann besser angekommen. Starkiller Base ist doch Illum, oder? Hm. Findest du Grievous? Cool. Aber, Dark Demon. Helfen Sie mir, Dark Demon. Ich will Sie beiden sehen. Dann nehmen sie sogar noch ein Hologramm vom ersten Todesstern, ja. Ist irgendwie auch nicht klug, dass man sich dann selber so sehr da drauf... Also dieses Briefing fand ich super enttäuschend. Irgendwie so super dämlich. Du machst was, wo viele Leute sowieso schon sagen könnten. Von wegen, hey, das ist ja ziemlich ähnlich zu dem, was ihr damals gemacht habt. Und dann zeigst du das sowieso noch im direkten Vergleich irgendwie. Tja. Dann wären die einfach mit ihren komischen Episode 8 Bombern gekommen. Ja, du kannst doch was ganz anderes machen, ne? So von der Kreativität her. Kannst du dann wirklich sagen, dass der Widerstand dann irgendwelche alten Bodenfahrzeuge noch hat oder irgendwelche Panzer oder was weiß ich was. In der Theorie kannst du da ja viel machen. Es ist so dunkel, es ist so dunkel. Hallo Miriam, oder bevor man so einen Finn so darstellt, wie man ihn darstellt, dass er den Laser in die Base selber jagt und sich dann für den Widerstand opfert oder so. Ja, das hätte man ganz cool in Episode 8 so machen sollen, finde ich, aber ja. Ich weiß, was du meinst, das wäre auch cool. Obwohl es ja im Universe gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass sie den dritten Todesstern... dass sie das als dritten Todesstern betrachten. Ja, das schon, Mr. Lugi. Aber die Szene ging dann schon sehr, sehr schnell und irgendwie wurde das super schnell runtergebrochen. Ich weiß nicht, das mochte ich irgendwie nicht so. Hilfe! Den schnapp ich mir. Findest du Captain Rex? Auch eigentlich ganz cool. Ich mag den als Klon. Kann man zwar auch mit viel kaputt machen, aber so ein Machtritual als Superwaffe wäre vielleicht auch mal eine Idee gewesen. Ja. Kommt so ein bisschen drauf an, was das genau ist. Was ich zum Beispiel... an sich irgendwo cool finde, aber auch irgendwie, da frage ich mich dann immer, das kommt mir zu overpowered vor. Es gibt diese eine Clone Wars Folge, wo die Nachtschwestern dieses Ritual an Count Dooku machen, ne? Wo sie dann da irgendwie seine komische silberne Locke in den Kessel werfen und dann kriegt er diese komischen Pickel und kriegt Schmerzen und der wird dadurch ja sterben. Also an sich finde ich die Idee nicht schlecht, andererseits finde ich das irgendwie zu overpowered. Irgendwie finde ich das... Was willst du denn dagegen machen? Wie, also irgendwie hat man da keine Counter-Möglichkeit, außer dass man halt dahin geht und die Nachtschwestern halt tötet. Aber jetzt stell dir mal vor, dann stelle ich mir gleichzeitig die Frage, was ist denn, wenn die jetzt von Palpatine irgendwie die DNA kriegen? Ne? Dann haben sie ein Haar von Palpatine und dann geht die alte Dacca zusammen mit Mutter Telsin irgendwie auf so ein... auf irgendeinem ganz unbekannten Mond und dann machen sie da das Ritual. Stirbt dann Palpatine einfach? Kann der sich dagegen irgendwie wehren? Oder hat er dann einfach verloren? Hm. Findest du Django? Doch ganz cool. Selbst wenn das... Wenn, dann würde man ja nicht das Hologramm vom zweiten Todesstern betrachten und nicht das vom ersten. Schließlich war diese fortschrittliche Variante... Wie das... War das ja die fortschrittlichere Variante vom Todesstern. Ja, ich weiß auch nicht, Fabian. Echt gehabt. Ja, aber irgendwie... Das fände ich dann wieder auch doof, wenn das irgendwie so ein Ding wäre, was einfach super mächtig wäre irgendwie, oder? Aber an sich so ein Machtritual in irgendeiner Form, wenn man das halt auch in irgendeiner Form erklärt, beziehungsweise so ein bisschen erklärt, die Rahmenbedingungen, wie das funktioniert oder wie man das verhindern kann oder so. Er hätte einfach verloren. Aber irgendwie wäre das doch voll blöd, wenn das so wäre.
Irgendwie die Nachtschwester-Magie ist teilweise richtig overpowered, habe ich den Eindruck. Kannst du Helden versus Schurken spielen? Nee, heute nicht. Nur dein Leistungs mache ich das eigentlich sowieso nicht. Wir haben ein bisschen Normalität eingekehrt. Hey, irgendwie so richtig verkraftet habe ich das immer noch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch irgendwie richtig oft Angst, dass ich irgendwie... dass ich nochmal aufs Handy gucke. Nicht, dass dann da irgendwie wieder steht, kritische Sicherheitswarnung oder so. Das hatte ich schon häufiger mal. Diesen Moment, wenn du dich so richtig komisch erschreckst. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Da hast du so einen stechenden, ganz kurzen stechenden Moment im Herzen so und dann... guckst du so panisch da drauf und dann beruhigt sich das sofort wieder. Das ist so ein bisschen, als würde man sein... Das habe ich ganz oft, wenn ich mal mein Handy oder meinen... diesen Moment, wenn du so aus der Tür gehst und dann denkst du so, shit, ich habe mein Handy vergessen oder ich habe meinen Schlüssel vergessen. Hat man das auch so. Super nervig. So hat Kaktus, der echte... Hallo. So, aber Powder-Sachen sind grundsätzlich scheiße, auch wenn sich das irgendwie immer viele wünschen. Ja. Den richtigen Schock halt, ja, ja. Ist jetzt gerade aber so wieder, wie man dich auch sonst kennt. Das kann schon sein, aber ich glaube, das konnte ich, als ich da auf Twitch oder so... Huch, das ist noch Lando, oh mein Gott. Als ich da auf Twitch gestreamt habe, habe ich das auch immer mal wieder hinbekommen. Uiuiuiui. Wo war denn der da noch? Das ist dein Lieblings-Jedi. Ich glaube, Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Deswegen wurden sie ja ausgerottet. Ja, schon, aber was ist... Also, die wurden ja auch... Also, irgendwie wurden die Nachtschwestern ja nur ausgerottet, weil sie dieses Ritual gemacht haben und dann auf ihrem Planeten geblieben sind. Ich frage mich halt, was wäre, wenn die nicht so... Wenn die das halt irgendwo gemacht hätten, wo keiner weiß, wo die sind, ne? Die nehmen ein Raumschiff und fliegen halt nach... Kantobite. Und dann sitzen sie da in irgendeiner Bude und dann machen sie da das Ritual. Was soll denn dann Palpatine dagegen machen? Der weiß ja nicht, wo die sind und nix und hat dann einfach verloren. Streams sind für dich dann wahrscheinlich eine gute Ablenkung, vielleicht auch ein bisschen Therapie. Stimmt, ja. Würdest du jemanden als dumm bezeichnen? Wo ist da die Grenze? Wahrscheinlich, wenn man dann irgendwo Fehler immer wieder macht oder so. Also beispielsweise, wenn du jetzt... Wenn du jetzt die Herdplatte anmachst oder sowas und dann fasst du da drauf, dann verbrennst du dich das erste Mal, dann vielleicht noch ein zweites Mal, wenn du das dritte, also absichtlich, ne? Also, ne, das erste Mal fasst du da drauf, denkst du so, oh shit, das ist ja heiß, da habe ich mich verbrannt, Mist. Und wenn du es dann aber irgendwie noch ein paar Mal machst, dann würde ich irgendwann denken so, der ist dumm. Aber aus Fehlern nichts. Das ist eigentlich eine ganz gute Definition, wenn man so aus den Fehlern so gar nichts mitnimmt irgendwie und dann immer wieder die gleichen Fehler macht und irgendwie vermutet, da kommt jetzt was anderes raus oder so. Würdest du dementsprechend demente Menschen auch als dumm bezeichnen? Ja, das ist ja jetzt ein Sonderfall, ne? Das dürfte man nicht, also da müsste man das, also nee, würde ich auf jeden Fall natürlich nicht machen. Weil das wäre ja ungerecht. Und dementsprechend würde ich natürlich dann irgendwie geistig beeinträchtigte Menschen auch nicht als dumm bezeichnen. Also der muss sich dann ja schon seinen Taten bewusst sein in irgendeiner Form, ne? Also... Der muss dann schon mit der Herangehensweise so von wegen rangehen, von wegen, ich weiß eigentlich, wenn ich jetzt auf die Herdplatte, die gerade an ist, wenn ich da drauf fasse, dann verbrenne ich mich. Das muss er ja schon wissen können. Und dass er das dann trotzdem noch ein paar Mal ausprobiert, dann würde ich sagen,
Stell dir mal vor, du müsstest mit so einer Person arbeiten. Was ist jetzt mit so einer Person gemeint? Mit einer Beeinträchtigten oder Dementen oder mit einer Dummen? Hallo Janek. Also meine Oma hatte eine Demenz am Ende, das war super, super unangenehm. Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich das nicht mochte, dass ich mit meiner Oma dann irgendwas machen konnte. Die ist mittlerweile halt auch schon verstorben. Aber das ist emotional unfassbar hart. Ich will gar nicht wissen, wie das für meine Mutter war. Das muss für die so unfassbar schlimm gewesen sein. Das wünsche ich niemandem. Also ich fand das schon schlimm und für meine Mutter muss das noch viel schlimmer gewesen sein. Bin jetzt in der Runde drin, okay. Mit einer dummen Person zu arbeiten ist, ja, ne. Ist auch nicht so gut. Ich störe die feindlichen Sensoren. Hallo Janik, hallo. Und Critics? Wie lange streamst du noch? Mal gucken, die Runde und danach noch eine vielleicht oder so. Meine Oma hat jetzt auch seit einem Jahr Demenz. Ja, es ist super, super scheiße. Es ist leider, also wirklich ganz, ganz schlimm. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für. Hoffentlich, also das, da gibt es ja auch verschiedene Stufen. Hoffentlich wird das nicht noch schlimmer. Sunlord Kaktus, ich habe mal in der Pflege gearbeitet. Es ist so hart, wenn dann Menschen an Demenz erkranken. Auch wenn man sie nicht kennt. Also ich fand das immer ganz schlimm, wenn dann meine Oma beispielsweise, die hat mich dann auch teilweise, ich sag jetzt nicht den Vornamen, die hat mich dann halt nicht mit dem richtigen Vornamen angesprochen, sondern mit dem von ihrem eigentlichen Sohn, also von meinem Onkel. Und dann, also am Anfang war das ja auch noch so ein Ding, dann merkt sie das auch selber und dann hat sie sich so darüber geärgert und das ist so unfassbar traurig mit anzusehen. Wenn du dann siehst, du siehst jemanden, der dann irgendwie in dem Moment wirklich realisiert, dass das Gehirn nicht mehr richtig arbeitet und dass dieses Erinnerungsvermögen oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, das arbeitet nicht mehr richtig und so und ich weiß nicht, das ist ja so schrecklich. Wusste ich auch mal, wurde immer behauptet, man muss ja auf die Fehler hinweisen. Ich weiß nicht, wie man damit gut umgehen soll, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist nun mal das Alter. Na, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das so ist. Ich glaube, nicht jeder Mensch wird dement. Haben gestern auf dem SWU-Kanal gesagt, dass du dabei sein darfst, wenn du möchtest. Ja, ist okay, sage ich jetzt einmal mal. Ich stelle mir den Übergang auch besonders schwer vor, wenn dir später dann wieder einfällt, dass du vergessen hast, dass du so einen geliebten Menschen nicht erkennst oder sowas. Heißt ein Jet-Trooper mehr oder die normalen Truppen? Oh, ich weiß nicht, kommt so ein bisschen drauf an, hätte ich gesagt. Hast du das Buch Jedi Kampfnarben gelesen? Und wenn ja, wie findest du es? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, für den Lebenspartner der dementen Person, in dem Fall mein Opa, muss es auch furchtbar sein. Ja, das glaube ich auch. Ich habe keine Ahnung, Oma. Kann ich dir nicht genau sagen. Weil wenn man alle schönen Ereignisse vergisst, hat man quasi umsonst gelebt. Ja gut, umsonst gelebt ist ja nicht ganz korrekt, ne? Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob das neue Black Panther-Spiel was kommt. Nö. Das interessiert mich eigentlich nicht. Verlernen dann ja auch alles, wie man trinkt, isst, atmet und so weiter. Na gut, atmen glaube ich nicht, oder? Wie ist es auf der PlayStation? Findest du die Phase 1 oder 2 Rüstung vom Aussehen besser? Phase 2.
Wie viele sind denn wir gerade in der Gruppe? 2, 1. Können sonst noch Ewok-Jagd spielen oder so? Ist im Team Obi-Wan oder Anakin? Obi-Wan. Ja, wie kann man denn Atmen verlieren? Das glaube ich eigentlich auch nicht. Ewok-Jagd wäre noch cool. Hm? Hätte ich auch gesagt. Hast du den Trailer gesehen von dem Spiel? Nö. Wie gesagt, interessiert mich auch gar nicht. Ich bin bei, also ich glaube, bei diesen ganzen Marvel- und DC-Spielen interessiert mich fast nur Spider-Man. Vielleicht wenn noch ein Batman-Spiel oder so, aber... Ja, keine Ahnung. Hallo, Heavy. Ich glaube, ein Batman-Spiel kommt momentan nicht. Gut, irgendjemand will nicht aus der Runde rausgehen. Müssen wir nochmal neu einladen. Zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben. Das sollte eigentlich klappen. Kein Black Widow-Spiel? Nee. Ist dann Dienstag wieder KOTOR geplant? Ist eine gute Frage, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich muss mal, ist OW noch da? Ich werde mal mit OW gucken, wie das jetzt ist, weil der hat, momentan stellt der da irgendwie beim Fuß. Ich habe das nicht im Kopf, ich weiß es nicht. Der hat Fußballtraining, je nachdem, irgendwie an anderen Tagen. Du bist da, okay. Ich weiß gerade nicht, wann das bei ihm wie ist. Und ich würde das machen, wenn er irgendwann Fußballtraining hat. Weil sonst könnte man Elden Ring spielen mit ihm. Hast du das neue hast du den neuen Star Wars Trailer gesehen? Von Acolyte, meinst du? Ja. Wie fandest du ihn? Okay, sage ich dazu jetzt mal. Hast du den animierten Obi-Wan gegen Anakin-Kampf gesehen? Nee. Magst du Fußball? Die Sportler an sich ja, aber ich verfolge die jetzt nicht. Magst du Lego Star Wars die Skywalker-Saga? Absolut, ja. Finde ich richtig cool. Hör ich da Elden Ring? Das muss auch mal wieder losgehen. Da habe ich richtig Lust drauf, da mal richtig reinzugucken. Wir haben da bis jetzt einmal gespielt und das war eigentlich echt cool. Guck mir demnächst dein Avatar Frontiers of Pandora Let's Play mal zu Ende an. Sind auch nur noch zwei Streams. Oh, okay, cool. Hallo Fers, wie fandest du eigentlich die Season 1? Gut. Wie findest du die Kenobi-Serie? Hab Angst, dass die neuen eigentlich nicht emotional, dass die einen emotional nicht mitreißt. Die Kenobi-Serie mochte ich leider gar nicht. Springen ist immer Dienstag und ein zweiter Tag. Zurzeit variiert das immer. Dienstag, Freitag. Aber ich plane mit Freitag. Okay. Wir haben einen Shuttle angefordert, um uns abzuholen. Deine Meinung zum pinken Deutschland-Trikot? Habe ich ehrlich... Oh, ich habe gedacht, die Falle trifft mich. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Müsste ich mir mal angucken. Ja. Ich finde irgendwie häufig sahen die Auslandstrikots bei Deutschland manchmal irgendwie echt blöd aus. Es gab mal so ein rotes, so ein weinrotes. Das fand ich eigentlich ganz geil. Aber das ist auch schon lange, lange, lange her. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie die aktuell aussehen. Ich habe dazu keine Meinung, von daher. 2027 wechseln die dann auch von Adidas zu Nike. Oh, okay. Das sind eigentlich... Oh, Captain Shark und Okram sind schon... Der Jeremy. Vielen, vielen Dank, Jeremy. Danke sehr. Danke, danke. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke sehr sogar für die zweite Stufe der Mitgliedschaft. Super, super, super nett von dir und willkommen natürlich. Und danke sehr. Was mir noch einfällt, in der Classic Collection sind die deutschen Audios während der Mission. Das finde ich auch schade, dass die manchmal nicht da sind, irgendwie. Danke sehr, Alex. Beim Elden Ring Stream wird sogar noch was Neues, anderes, Cooles kommen. Das hat Leute gemacht. Das wird cool. OW weiß, was ich meine. Das hat was mit dem Intro zu tun. Muss ich noch richtig einbauen, aber das wird cool. Hallo Xinxin, einen wunderschönen guten Tag. Bei Spider-Man 2 gab es doch auch ein neues Update mit einem neuen mit New Game Plus und so weiter. Das habe ich mitbekommen, ja. Welche Sicht magst du am meisten? Meinst du jetzt hier im Spiel? Ob Ego oder Third Person? Ja, Third Person macht mehr Sinn, ne? Ey, Porunga, auch dir vielen lieben Dank. Danke sehr, wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke sehr, danke, danke. Können wir gerne machen, OW, ja.
bin jetzt raus. Danke sehr, Nico, fürs dabei sein und natürlich auch nochmal für die Mitgliedschaft. Wirklich vielen, vielen lieben Dank dir. Und Borunga dir auch natürlich auch nochmal. Jeremy dir auch. Star Wars Acolyte wird nicht mit einem Cliffhanger enden. Oh mein Gott. Haut den Showrunnern. Ich habe nur noch 20 Leben. Ich höre hier einen. Da ist er. Countdown läuft. Nein, da ist noch einer irgendwo. Ich glaube, hier war er. Ich treffe nicht gut. Also, da sind sie. Möchtest du das im Live wieder spielen? Was? Elden Ring, ja. Oder meinst du Spider-Man? Dann nö. New Game Plus werde ich nicht spielen. Ja, danke sehr, Schakal. Er hat ihn umgebracht. Danke dir fürs Mitspielen. Boba oder Mando? Ja, das ist jetzt aber fies. Das ist fies. Das ist fies. Das ist richtig fies. Fies, ungerecht. Ich bin trotzdem gewillt, Boba Fett zu sagen. Das hat bei mir aber ganz viel... Poseidon hat's nicht hinbekommen! Aber Captain Shark. Das hat bei mir aber ganz viel mit so... Boba, bist du doof? Ja, ich mag Boba auch mehr. Aber das hat ganz viel mit so... Nostalgie oder so zu tun, ne? Dass man das halt irgendwie so... Als Kind fand ich den so krass. Und das ist auch einfach so geblieben. Django oder Boba? Auch Boba. Bloodborne gibt's eventuell Sonntag. Nee, das glaube ich nicht. Also Sonntag wird es entweder Lethal geben, je nachdem. Das glaube ich eventuell sogar auch nicht. Oder mal wirklich wieder irgendwas Horrormäßiges. Das weiß ich aber noch nicht genau. Also entweder Poppy's Playtime oder dieses... Wie heißt denn der Quark? Das hier. Silent Hill Short Message Ding. Nee, jetzt hast du schon auch Menno geschrieben, Miriam. Jetzt darfst du nicht mehr Ja schreiben. Anakin oder Vader? Vader. Wie findest du Ewok? Wie findest du den Ewok und warum? Jetzt allgemein Ewok-Jagd? Ewok-Jagd ist ein super Modus. Richtig cool. Macht immer wieder Spaß. Hallo, Warden of Justice. Bloodborne musst du trotzdem noch durchspielen. Ja, an sich ist es ja nur noch der Endboss anscheinend, wenn ich es jetzt unbedingt beenden möchte. Poppy's Playtime werde ich safe nachgucken. Da habe ich richtig Bock drauf. Also OW kann auf jeden Fall die nächsten beiden Sonntage nicht wegen Lethal Company. Das ist dann die große Frage. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die anderen können oder nicht können. Keine Ahnung. Aber da wäre natürlich dann die große Frage, ob man das dann nicht sowieso macht, dass man mal wieder irgendwie ein normales Horrorspiel quasi spielt. Man kann ja leider die anderen Einheimischen nicht als im Modus spielen. Das wäre richtig cool, ne? Hätten sie noch mehrere Jagdmodi gemacht. Aha! Oh. Mr. Lugi, schnappt ihn euch, schnappt ihn euch! Nach 38 schaue ich erst seit 3 Jahren Star Wars, hab's irgendwie nie an mich herankommen lassen. Aber dafür genieße ich es jetzt umso mehr. Hört sich doch super an. Ohne OW wirkt die Crew halt kompetent. Entsteht also paranoidster Mitarbeiter? Niemand. Was muss man eigentlich machen, um bei deinen Videos mitzumachen? Na, ich weiß nicht, dafür gibt es irgendwie keine richtige Formel oder so, würde ich sagen. Nein! Ja, Mr. Lugi ist weg vom Fenster! Würde auch gern wieder spielen, aber muss es erst wieder runterladen. Das Spiel ist leider riesig, ne? Das ist echt schade. Hallo, Kurai, hallo! Was besser, Sturmtruppler oder Klontrooper? Ja, ne? Ach, warum fliegt man denn jetzt raus? Erik, der Echte? Also, was heißt denn jetzt besser? Ich glaube, von der Kampferfahrung sind ganz sicherlich Klone besser. Obwohl das super, super weird ist, kannst du Dinkelberg einladen. Ja, aber wir spielen nur noch Ewok-Jagd gerade, ne? Obwohl das super merkwürdig ist, weil bei Rebels sieht man halt diese Sturmtruppler-Ausbildung und die ist ultra hart und danach sind sie dann irgendwie, treffen sie alle nicht. Ganz merkwürdig. Danke, Zack, hier, Base.
Und Erik, wie geht's dir? Ach, jetzt verstehe ich erst, was du gemeint hast. Was denn du für ein Hund, Erik? Was soll das denn? Es liegt an den Helmen der Sturmtruppler. Sagt sogar Rex. Ja, ja. Ja. Ich sag dazu jetzt nur ja. Kennedy, der Echte. Hallo Tommy, hallo. Magst du Rebels? Ich mag die dritte Staffel von Rebels richtig gerne. Mit den anderen habe ich teilweise meine Probleme, je nachdem. Hallo Mathis, hallo. Jo, wie schnell sind da so viele Ewoks entstanden? Mr. Lugi einer der ersten Ewoks gewesen. Hallo Habex. Dann spielst du das nächste Mal Star Wars Battlefront? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gegen wen mit Plot Armor würden die auch nichts... Ja, das ist halt so das Ding. Wenn jetzt Ewok gespawnt... Als ob die dann so schnell sind. Da oben ist so eine Kiste, naja. Mach hier den. Alles gut. Mach den Sender an. Wie kann denn der... durchs Feuer gehen? Ich will doch nur den Sender anmachen! Oh Mann, ey! Was findest du an Staffel 2 nicht so gut mit dem Molokron? Mit dem Holocron? Mit dem Holocron ist doch erst Staffel 3, oder meinst du jetzt die letzten 2-3 Folgen? Letzte Nachricht, warte mal, Vers. Ich seh die nicht. Haben die überhaupt durch? Was hast du nur geschrieben? Sogar in The Bad Batch treffen die Stormtrooper schlechter als die Klone. Holocron ist Staffel 3, hätte ich auch gesagt. Außer halt, du meinst, das ist das Ende, dieses Finale quasi. Das ist cool. Auf Malachor. Wie schnell mal in Discord schauen kannst. Ich kann das aber nicht rückgängig machen oder so. Aber dann trotzdem danke dafür. Axel the Clone Wars? Ja klar. Na klar, na klar, na klar. Wer ist der Letzte? Den Dean. Den schnappen wir uns jetzt auch noch. Nahkampf ist richtig krass, wenn nur die Ewoks an dir dran sind. Das stimmt, ja. Man kann die schnell, richtig schnell wegkloppen manchmal, ne? Mit welchem Holocron? Also hast du Rebels gesehen? In Staffel 2 am Ende ist diese Sache mit Darth Maul und da holen die sich so einen Sith-Holocron. Und ganz am Ende hebt sich Ezra das so auf und versteckt das in der Ghost, in seiner Kabine. Und dann... Das ist, glaube ich, auch so ein Teil, warum ich Staffel 3 ganz gerne mag. Dann taucht er so ein bisschen so ein in die dunkle Seite. Episode 2 oder 3? 3. Dumm gelaufen, Fers. Dumm gelaufen. Kannst nichts machen, hä? Ich meine, das Finale von Staffel 2, genau. An den Rest der Staffel erinnere ich mich gerade gar nicht mehr. Das Finale ist super. Von... Ja, dann machen wir noch eine. Ging jetzt so schnell. Mr. Lugi war einfach zu gut als Ewok. Aber warum fliegt man denn da immer wieder raus, ey? Hoffentlich funktioniert das nächste Mal mit dem Zusammenspielen. Also wenn du Glück hast, kannst du jetzt versuchen, nochmal Ewok-Jagd zu suchen. Vielleicht kommst du dann rein, aber es tut mir auch leid. Ich kann ja nochmal schauen, ob ich dich gerade nochmal einladen kann. Nee, du bist nicht mehr online. Ja, hoffentlich klappt's dann. Endor oder Rogue One? Rogue One mag ich mehr. Wie viele Stunden hast du in Battlefront 2? Irgendwas mit 3000. Magst du Episode 1 mehr oder 9.1? Es ist auf der PS5. Ich hatte Schwierigkeiten, ein Spiel zu finden. Ja. Hab Guter 2 jetzt auch mal angefangen. Ich freue mich schon auf den nächsten Stream. Der Nasha da. Wird super.
Hast du das beim letzten Mal geguckt, Harald? Da habe ich ja festgehangen auf Dantooine. Das habe ich nicht geschafft. Hast du einen Helden auf Max? Nee. Vor allem mit den Helikopterlichtschwertern, ja, die waren super. Ja, als nix im Fernsehen war, habe ich mich immer auf die Mandalorian-Staffeln gefreut. Aber liefen die denn im Fernsehen oder wie meinst du das? Wenn ich auf der PS5 spielen will, kommt immer ein Fehler ist aufgetreten. Wie kann ich da was machen? Steht da irgendeine Fehlernummer oder so? Sonst google das mal. Also meistens steht da ja irgendein Fehlercode oder so. Ich habe eine Lösung rausgefunden. Nicht böse spielen. Kann man dann einfach mit dem quatschen? Ja, ne? Wahrscheinlich. Aber der hat mich ja so fertig gemacht. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Wirkt ihr eigentlich Musical-Filme, zum Beispiel La La Land oder The Greatest Showman? Ich wünschte, ich will... Och Mann, Mr. Lugi, jetzt guck doch endlich mal mit mir La La Land. Nee, aber ich will richtig gerne mal La La Land gucken, ja. Also an sich mag ich Musical-Filme. Ich mag Grease ganz gerne. Oder... Wie heißt denn das mit Eliza Doolittle hier? Ne? My Fair Lady. My Fair Lady muss ich unbedingt mal wieder gucken. Ich fand den damals, als ich den gesehen habe, damals richtig cool. Ist der AFK? Nee. Aber La La Land würde ich auch gerne mal schauen. La La Land habe ich vor circa einer Woche geschaut. Der Film geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ist für mich eine 10 von 10. Ey, ich wette, der wird mir auch gefallen. Ich mag die beiden Hauptdarsteller und ich mag Musical-Filme so von daher... Hallo Christoph, hallo! Kota 2 habe ich noch nicht gespielt. Kota 1 ist aber mein Lieblingsspiel. Kota 1 ist auch super. Die Staffel findest du in The Clone Wars am besten? Ich glaube 4 oder 5. Müsste ich mir nochmal genau anschauen, welche Folgen jetzt exakt in welcher Staffel drin sind. Ach mein Gott. Danke sehr, Jeremy. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, dein Plan hat nicht geklappt. Das hat sowas von nicht geklappt. Trotzdem natürlich vielen, vielen Dank. Danke sehr fürs Mitglied werden. Auf Stufe 3 sogar. Danke sehr. Vielen, vielen, vielen Dank. Bis dann, Zilla. Axe Episode 9. Hat schon viele Probleme. Aber die Rocky Horror Picture Show wolltest du nicht mit mir schauen. Doch. Aber du hast mich ja nicht nochmal gefragt. George Lucas oder Dave Filoni? George Lucas. Schon mal was von Tick Tick Boom gehört? Mit Andrew Garfield. Habe ich den schon mal gesehen? Der kommt mir so bekannt vor, der Name. Ist es auch jetzt ein Musical-Film oder was, Rexam? Oder ist das was ganz anderes? Also der Name kommt mir sehr bekannt vor, aber ich habe überhaupt nichts vor Augen. Chicken Royal. André! Man ja irgendwie ausgleichen. Ja gut, dann. Vor allem der Schluss ist irgendwie komisch. Der piekt die Kiste auf. Ich weiß nicht, OW hat mich nicht so abgeholt wie andere Sachen. Avengers oder Star Wars? Star Wars. Ich bin gar nicht so der Ultra-Comic-Helden-Fan. Also ich mag Spider-Man echt gerne. Ich mag Batman ganz gerne und dann hört es eigentlich auch schon auf, glaube ich. Von den Marvel-Filmen habe ich jetzt, also gerade die neueren, habe ich viele nicht mehr geguckt. Ja, halt, also diese Hochzeit habe ich so größtenteils gesehen. Auch nicht alles, glaube ich. Also gerade hier Infinity War und hier Endgame und sowas habe ich natürlich gesehen, aber ja. Das ist eine Lieblingsmap in dem Spiel. Ist Mr. Lugi noch am Leben? Nee, okay. Yavin 4 ist meine Lieblingsmap bei Galaktischer Angriff. Andrew Garfield ist ein Spider-Man-Schauspieler, ich weiß. In Kota 2, irgendwer meinte, dass es an einer Ausrüstung lag.
Dass es nichts mit Extras ausgestattet ist und sowas. Ich habe das gesehen, ja. Aber das würde mich wundern, wenn die Extras so extrem viel Unterschied machen, oder? Aber Iron Man, also Iron Man habe ich die Teile gesehen, ja. Da mag ich den ersten. Ja. Den dritten mag ich zum Beispiel nicht sonderlich. Und den habe ich im Kino gesehen. Das ist so ein... Weiß ich nicht, da habe ich... Brauch dich nicht. Tamo, hallo. Ich habe ein Rätsel, okay. Der Ghostbusters-Film soll leider echt blöd sein. Das wäre schade. Also die Iron Man-Filme mag ich eigentlich alle ganz gern. Ach, ich mag den dritten nicht. Nee, nee, Yakuri, nee. Vielleicht muss ich den auch nochmal gucken, aber nee, glaube ich nicht. Wo muss ich lang? Civil War ist für mich auch ein halber Iron Man-Film. Civil War ist Captain America 3, ne? Den fand ich cool. Ironic Man. Der dritte ist super. Ja, ey, freut mich ja, wenn ihr euch irgendwie da alle dran Spaß dran habt. Ich weiß nicht. Jeremy, vielen lieben Dank. Danke sehr noch einmal. Danke, danke, danke fürs Erweitern der Mitgliedschaft. Super, 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 super krass. Wirklich vielen, 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 vielen lieben Dank dir. Danke sehr. Danke, danke, danke. Da war der letzte, der Dinkelberg. Dinkelberg. Aber Yakuri findet ja Iron Man auch so krass. Ist dein Lieblings-Superheld, oder Yakuri? Wow, ein vorheriges Profilbild. Hm. Was ist schon auf Venom 3? Ich glaube, Venom 2. Ich habe einmal Venom 2 gesehen. Ich glaube, den fand ich auch nicht so toll. Der war auch super kurz, oder? War das nicht so ein Ding? Also Venom 1 mochte ich, das weiß ich. Ich glaube, den zweiten Teil fand ich nicht so dolle. Der beste Held ist Captain America. Hm. Also Iron Man ist schon ganz cool. Sowieso. Poseidon, ja super. Hallo Bless Willy. Tüt. 90 Minuten ging, glaube ich, Venom 2. Ich glaube, den mochte ich nicht sonderlich. Aber ich müsste ihn vielleicht auch nochmal gucken. Hallo Simon, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hello there. Vollgas soll ja auch bald in Fortnite reinkommen. Ja, das hat mir Cem jetzt die Tage geschickt. Der hat mir auch geschickt, es gibt da jetzt so einen Lego Hide and Seek Modus und so. Da soll wohl wieder richtig cooler Stuff irgendwie drin sein. Mal gucken. Ist dann fair, aber wahrscheinlich bin ich bis dahin weg. Venom 2 ist echt nicht das Gelbe vom Ei. Ja, ich habe den auch nur einmal gesehen. Ich meine, ich mochte den auch nicht so sehr. Venom 3 wäre besser, wenn es statt Venom 3 Amazing Spider-Man 3 wäre, wenn schon Andrew Garfield dabei ist. Ist er dabei? Also ich bin da voll nicht drin bei den ganzen Neuigkeiten, was so Marvel-Filme angeht, merke ich gerade. Geh's jetzt off, ja, ich guck nur noch, was so geschrieben wird. Ist der Quatsch mit Carnage, oder? Hm. Spielst du auch nochmal Lego Fortnite? Also wenn da dieser Hide-and-Seek-Modus drin ist, den werde ich bestimmt mal... Oder wie heißt denn das? Prop Hunt, sorry. Den werde ich bestimmt mal spielen. Wofür ist der Creator-Code? Da kannst du auch bei beispielsweise Fortnite oder irgendwelchen Epic Games spielen. Wenn man da was kauft, kann man mich unterstützen damit. Ich spiele jetzt selber noch ein bisschen Battlefront 2. Schönen Abend noch. Ey, danke sehr, dir auch. Ich liebe ja Spider-Man. Ich mag auch den Tom Holland, aber der MCU Spider-Man, ich weiß ja nicht. Ja, geht mir ähnlich. Also, ich mag halt die Sam Raimi-Filme am liebsten. Also die allerersten drei, die fand ich... Ich mag sogar den dritten ganz gerne, auch wenn der irgendwie so ein bisschen Guilty Pleasure ist. Der hat seine Probleme, aber ich mag den trotzdem. Kennedy, ne? Warum? Weiß nicht, Poseidon. Kann man bestimmt mal machen. Hast du schon mal Galaxy of Heroes gespielt? Ja, aber das catcht mich immer nicht so lang. Das macht immer richtig Spaß, bis man dann so sein Team zusammen hat. Und irgendwann muss man dann nur noch richtig viel grinden. Und dann verliert mich das Spiel immer. Bis dann, Miriam.
Warte auch nur noch auf ein weiteres Smash-Turnier. Muss da jetzt auch nochmal gewinnen. Ich glaube, gegen Scorch gewinnt niemand. Ich mag tatsächlich die Andrew Garfield-Teile ganz gern. Also den ersten Amazing Spider-Man finde ich gut, den zweiten eher nicht so. Der zweite Amazing Spider-Man hat leider echt viele Probleme. Also ich mag den auch, ich gucke den auch gerne mal, aber der ist, also ist leider echt nicht so dolle. Und der Bösewicht ist auch so doof. Also Elektro an sich ist cool, aber die Hintergrundgeschichte und so, die da im Film gezeigt wird, die ist so dämlich. Ich kann mit dem Tom Holland Spider-Man leider auch gar nichts anfangen. Schade eigentlich. Ja, ich finde den okay. Besonders halt der dritte Teil ist, finde ich, super cool, aber das liegt bestimmt auch wieder mal so an Nostalgie und so. Die Szene, wie sich die Zahnlücke schließt, ist klasse. Hm. Wie war das nochmal, wie er böse wird, weil er kein Autogramm bekommen hat? Ja, irgendwie ist der so super unselbstsicher und dann, ich glaube, der hat den Namen vergessen oder den Geburtstag vergessen oder so, irgendwie sowas. Der hat da irgendwie Geburtstag und dann dreht er da irgendwie durch, weil Spider-Man vorher ja noch seinen Namen wusste und dann hat er das irgendwie alles vergessen und ach, keine Ahnung, den Namen hat er, glaube ich, nicht mehr. Ja, André schreibt es auch, den Namen hat er vergessen. Das ist doch irgendwie, das ist doch doof. Ach Mann, den hätte man doch cooler machen können. Gute Nacht, Mäuserich. Wie findest du den Modus ähnlich wie Ewok-Jagd? Nur, dass man einen Klon in den Katakomben von Geonose spielt und dann gegen diese Geonosianer kämpfen müsste. Das wäre richtig cool, ne? Marvel-Charakter oder DC-Charakter? Habe ich, glaube ich, gar keine Antwort drauf. Wie gesagt, ich mag Batman echt gerne, ich mag Spider-Man echt gerne. Ansonsten bin ich bei den Superhelden sowieso gar nicht so sehr drin. Also es ist nicht so, dass ich da krass viel Background-Wissen hätte. Ich habe dann halt einige Filme gesehen, viele Filme auch nicht. Ja. Tom Holland Spider-Man war halt bisher einfach noch nicht richtig Spider-Man. Halt irgendwo, wenn, dann im Letzten. Da bin ich voll bei dir, Rexam. Was ich ja teilweise liebe, und das kriegen die Neueren oder der Homecoming kriegt das ganz gut hin. Ich liebe dieses Coming of Age bei den Spider-Man-Sachen. Gerade dieses, der muss irgendwie das unter einen Hut kriegen, dass er so Highschool-Schüler ist und gleichzeitig auch Spider-Man ist. Und dann vernachlässigt er das eine und dann hat er da Probleme und dann macht er hier wieder irgendwas und hat dann da Probleme. Das finde ich immer richtig cool irgendwie. Ich weiß nicht, das catcht mich irgendwie, obwohl das auch super simpel teilweise ist, aber irgendwie mag ich das. Schon, aber Spider-Man hat ihm halt so gesagt, du bist meine Augen und meine Ohren oder so. Und dann hat er ihn einfach vergessen. Ja. Ja, ne, André? Weiß ich ja nicht. Gute Nacht, Owe. Axel Lego, ja. Allein schon der zweite mit Tom Holland. Spider-Man gehört nach New York, nicht nach Europa. Ja. Ich finde, das hat auch seine Probleme. Aber naja. Hallo DarthBMW, einen wunderschönen guten Tag. War ja in den Spielen auch immer wieder Thema, wo er dann gefeuert wurde. Ist auch mein Favorite Part, deswegen liebe ich auch so die Animierten. Kann ich verstehen. Kannst du mal deine Helden und Schurken zeigen? Joa, kann ich machen. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich dein Held... Wenn dich dein Held deinen Namen vergisst, ist es dann nicht auch Lust, ein Schurke zu werden? Nee, irgendwie reicht das noch nicht so als Motivation. Außerdem weißt du ja meinen Namen, André. Wenn Tommy in einen Aaltank fällt... Also ich hätte das halt nicht gemacht, Kennedy, ne? Da wäre halt schon der Unterschied... Der wird ja dann irgendwie, der muss dann ja irgendwie noch so eine Arbeit machen oder sowas und sagt dann so, ja, kann das nicht gerade irgendjemand anders machen? Ich habe doch Geburtstag, ich will nach Hause. Und den Satz hätte ich schon gar nicht gesagt. Ich wäre einmal nach Hause gegangen. Punkt 18 Uhr, die Karte abgestempelt und ab nach Hause. Als ob ich da nochmal nachfrage, dass da irgendwer Hilfe braucht. Hallo Jesse. Ja, was denn auch gleich? Ach, André. Kannst du mal Einzelspielerspiele spielen? Ja, bestimmt auch mal wieder.
Der ist einfach in den krassen Aaltank gefallen. Hm. Hätte es nicht anders gemacht. Vor allem haben ja auch alle anderen schon Feierabend gemacht. Ein Scheiß arbeitet man da weiter. Ja, ist so, ne? Und das war noch an seinem Geburtstag. Hallo Sneaky JDJ, du kommst leider ganz zum Ende. Und hallo André, du kommst auch ganz zum Ende. Ich finde es die Classic Collection durchwachsen. Also leider. Ist ein bisschen schade. Gerade das mit dem Server-Connection und sowas, das hat nicht ganz so gut geklappt. Die Performance war teilweise gestern leider auch echt nicht so dolle. Und ich finde schade, dass da teilweise die englische Sprachausgabe drin war. Finde ich super, die Grünen. Ja, Julian, so läuft das dann. Magst du nur oder Menü? Nee, ich habe gerade bis gerade eben gespielt. Also ich werde gleich aufhören. Ich wollte nur mal gucken, was so im Chat geschrieben wird. In 2 Tagen habe ich Ferien. Ey, dann ganz viel Spaß und so. Nutzt sie mal schön aus. Kam eigentlich noch wer auf die Idee, alle Videos durchzuscrollen? Weißt du das? Ein paar haben was geschrieben immer mal wieder. Pers hat zum Beispiel auch was geschrieben gehabt heute. Jetzt mal wieder Challenges machen. Werde ich bestimmt auch, ja. PC-Version hat wohl es am schlimmsten. Ja, das habe ich mitbekommen. Bis dann, Harald. Ist leider echt schade, Porunga, ne? Aber was willst du tun? Ja, Christoph, doof gelaufen, ne? Hallo, Sandra! Ich hatte heute in der Classic Collection eigentlich gar keine Probleme online und hat Spaß gemacht. Leider spielen halt kaum Spieler. Das ist auch schade, ne? Hallo, Schäfchen, du kommst leider auch ganz zum Ende. Ich wollte gleich aufhören. Sogar noch Battlefront angemacht vorhin. Ah, okay. Deswegen haben sie ja schon das Update bekommen. Hm, ist ja vielleicht besser so, ne? Aber, André. Alles klar, Captain Hauser. Gut, dann würde ich aber sagen, wir hören jetzt hier an der Stelle auf. Von daher, das war's mit dem Stream. Ich bedanke mich jetzt natürlich erstmal bei euch. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs in Chat schreiben. Vielen, vielen, vielen lieben Dank natürlich an jeden Einzelnen. Wirklich danke sehr. Und auch nochmal danke sehr an alle Leute, die halt irgendwo heute wirklich auch wieder Geld dagelassen haben, gespendet haben, Mitglied geworden sind oder sonst irgendwas. Wirklich vielen, vielen, vielen lieben Dank. Habt alle eine wunderbare, schöne, gute Nacht. Schlaft schön. Und dann sieht oder hört man sich ja morgen wieder, ne? Also, gute Nacht. Bis denn. Ciao, ciao.